Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 138 vom 18. April 2019. Und wie immer kehren für euch die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt zusammen. Ulf Burmeier, das bin ich, und mir gegenüber sitzt Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, und manchmal haben wir große Begrüßungen, das fällt heute mal aus. Genau. Irgendwelche Hinweise, sondern wir legen gleich los mit dem Thema der Woche natürlich. Und das, sagen wir mal, sah von oben zumindest aus wie ein brennendes Kreuz. Werbung. Ihr habt wahrscheinlich auch oft keine Zeit oder keine Lust, die Steuern selber zu machen. Müsst ihr auch nicht, denn ihr könnt die Steuern einfach machen lassen, nämlich von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe, der VLH. Die VLH gibt es schon seit über 45 Jahren und sie ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit mittlerweile 1 Million Mitgliedern, mit 3000 Beratungsstellen bundesweit und eben dann auch einem Berater, einer Beraterin in eurer Nähe. Und die VLH ist nämlich eine prima Alternative zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommenssteuererklärung geht. Denn die Kosten für diese Einkommenssteuererklärung sind sozial gestaffelt und von eurem Einkommen abhängig. Und ihr müsst nur Mitglied werden. Und diese Aufnahmegebühr von 10 Euro wird Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr bis zum 31.12., also bis zum Ende des Jahres, einen Beratungstermin vereinbart bei der VLH, bei dieser Beratung dann Mitglied werdet und dabei das Codewort Podcast fallen lasst. Weil die VLH gerade feiert, dass sie schon 1 Million Mitglieder hat, könnt ihr auch etwas gewinnen, nämlich satte 2019 Euro. Wie das geht und was ihr dafür tun müsst, findet ihr unter dankevlh.de. Also vergesst nicht, eure Steuer zu machen. Es lohnt sich vor allem, wenn ihr sie über die VLH machen lasst. Schaut einfach mal rein bei dankevlh.de. Werbung. It is our responsibility to keep Europe together and let rebuild Notre Dame and happy Easter. Ja, das war an der Mundharmonika der slowenische Abgeordnete Alois Peterle, Philipp. Und diese wunderschöne Aufnahme hat, glaube ich, da stammt gleich aus dem Europäischen Parlament, ne? Genau, der stand auf und hat gesagt, wir müssen Notre Dame wieder aufbauen. Das ist die Chance, Europa zu einigen. Und dann blies er in sein Instrument. Ja, und damit wünscht er uns allen frohe Ostern und die wünschen wir natürlich auch von dieser Stelle. Aber wir kommen mit diesem schönen Audioschnipsel zu unserem ersten Thema in dieser Woche. Wir haben es gerade schon gesagt, in einem Wahrzeichen von Paris hat es gewaltig gebrannt in den vergangenen Tagen. Am Montag war es genau. Das Dach der weltberühmten Kathedrale Notre Dame ist fast vollständig zerstört und wir haben uns gedacht, in bewährter Lagemanier fangen wir einfach mal mit den Fakten an. Was ist denn eigentlich Notre Dame? Na, Notre Dame ist, die bekannteste sicherlich Kirche Frankreichs, große Kathedrale, 1163 gebaut, 1345 dann errichtet und eben eine der frühesten gotischen Kirchen in Frankreich. Ne? Wir wissen, als gute Kunsthistoriker, Spitzbögen. Ja, ja. Ja, das ist also dieser Baustil, der mit den, wie Philipp sagt, mit den Spitzbögen und da gibt es natürlich viele Details, aber was die Gotik vor allem auszeichnet, ist dieser in den Himmel strebende Baustil. Ne? In Deutschland, Kölner Dom. Genau, der Kölner Dom ist in Deutschland vielleicht das bekannteste Beispiel. In Frankreich gibt es sehr viele Kathedralen, die übrigens auch wunderschön zu besuchen sind. Also falls ihr noch nicht wisst, was ihr im Sommer macht, mal irgendwie eine Interrail-Tour durch Frankreich zum Beispiel, lohnt sich bestimmt. In Reims findet sich eine tolle Kathedrale, in Amiens, in Chartres. Übrigens, Bild-Zeitung hat übrigens auch darauf hingewiesen, dass man auch andere Kathedralen besuchen kann, die so ähnlich aussehen wie die in wie die Notre Dame, aber er dann doch irgendwie nicht Notre Dame ist und auch 80 Kilometer weiter woanders liegt. Das ist echt so geil. Die Bild-Zeitung hat nämlich allerdings in der Tat ein Tweet war es, glaube ich, zu dem Brand in Notre Dame mit einem Foto der Kathedrale von Chartres bebildert. So frei nach dem Motto Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Ja, das
Das ist echt so. Bildzeitung. Gut. Okay, aber jedenfalls in dieser weltberühmten Kirche, in diesem Symbol auch für die gotische Architektur in Frankreich, für die mitteleuropäische Kunstgeschichte, ist am Montag abends gegen 1850 ein Brand ausgebrochen im Dachstuhl. Und dieses Dach bestand aus genau genommen 1300 Eichenbalken aus dem 13. Jahrhundert. Die waren natürlich nach so langer Zeit knochentrocken, extrem brennbar. Und deswegen konnte sich dieser Brand rasend schnell ausbreiten, hat den gesamten Dachstuhl erfasst und zeitweilig sah es auch so aus, als würde der Brand vom Dach auf die Türme, die daneben nebengebaut sind, übergreifen. Das konnte so gerade noch verhindert werden. Durch die heroischen Einsatz dieser 400 Feuerwehrleute. Ganz genau. Und zwar nicht interessanterweise durch den Einsatz von Löschflugzeugen, was Donald Trump, weltweit anerkannte Experte für Brandbekämpfung, der ganze Kathedrale in Schutt und Asche gelegt, glaube ich. Genau. Ja, dann da sagen Statiker, wenn man da jetzt mehrere Tonnen Wasser quasi punktgenau auf irgendeinen Fleck dieser Kathedrale geworfen hätte, dann wäre die an der Stelle zusammengekracht. Aber wie gesagt, Donald Trump ist ja weltweit anerkannter Experte für Feuerlöschtechnik und hat das mal so von der Seitenlinie irgendwie eingeworfen. Da kam dann nur ein ganz trockener Tweet zurück von dem französischen Katastrophenschutz, dass man das doch vielleicht nicht machen wollte. Aber gut, die französischen Feuerwehrleute haben es in der Tat geschafft, das Übergreifen des Brandes auf die Türme zu verhindern. Außerdem muss man sagen, war diese Kirche interessanterweise auch so gebaut, als hätte man schon fast damit gerechnet, dass es mal zu einem großen Brand im Dach kommen konnte. Denn das Innere der Kirche ist interessanterweise nur vergleichsweise leicht beschädigt. Und zwar, weil dieses Dach, das eben aus leicht brennbaren Balken bestanden hat, vom Rest der Kirche durch ein steinernes Gewölbe getrennt ist. Also das heißt, wenn man in der Kirche stand, was man da so gesehen hat, quasi das Dach der Kirche, ist ein Gewölbe aus Kalkstein, der zwar auch leidet unter der Hitzeentwicklung, aber eben nicht brennt. Und deswegen sieht es in der Kirche auch noch vergleichsweise gut aus. Da ist also jetzt nicht das ganze Dach runtergekommen. Genau, aber es hat, sag mal, die Schäden sind ja überschaubar. Ne? Einige wertvolle Bilder wurden zwar zerstört, ne? Aber das Dach muss vor allen Dingen neu aufgebaut werden. Genau. Das sah wirklich dramatisch aus. Wenn man diese Fernsehbilder gesehen hat, dann konnte man auf den Gedanken kommen, dass von der Kirche nicht viel überbleibt. Aber wie gesagt, das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Das Dach muss neu aufgebaut werden. Es gibt allerdings quasi ein in gewisser Hinsicht ökologisches Problem. Denn anders als, wie gesagt, zwischen 1163 und 1300 noch was, als die Kirche gebaut wurde, gibt es heute in Frankreich einfach keine Urwälder mehr, in denen man riesengroße Eichen schlagen könnte. Wenn sie Stahl nehmen, ne? Also ich meine, die werden sich da eh was einfallen lassen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie das dann wieder so 1:1 wieder herrichten. Nee, also wie gesagt, es gibt einfach dieses Holz nicht mehr. Du kannst nicht mehr 1300 Eichen in Frankreich schlagen, die irgendwie 50, 60, 70 Meter lange Balken ergeben. Gibt es irgendwie nicht mehr. Das heißt also, da wird man dann, wie du sagst, Philipp, wohl irgendwie Metall als Ersatz nehmen. Und da werden sich auch Frankreichs Ungläubige sofort an die Eichen ketten. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also was ich mir halt gedacht habe, ist, also ne, ihr habt das wahrscheinlich auch alle mitgekriegt, die Medien waren voll rund um die Erde, Livestream hier und da. Mich hat nur gewundert, dass ausgerechnet zu diesem Anlass der ARD kein Brennpunkt gemacht hat, aber da gab es dann, weiß ich nicht, gab es natürlich auch Beschwerden, ne? Ja. Aber ich fand es gut, dass sie es nicht gemacht haben. Ich habe mich wirklich gefragt, ob wir da, also ich fand das interessant zu beobachten, welche Mechaniken da am Werk sind, denn sollten wirklich die Kirche im Dorf lassen, also denn ich finde, es sterben Menschen links und rechts, es gibt Katastrophen aller Orten und Kirchen sind immer mal abgebrannt und wurden wieder aufgebaut und teilweise abgebrannt und so und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass es halt so eine ikonografische Wirkung hatte, weil unter anderem zum Beispiel auch keine Menschen ums Leben gekommen sind. Es wurden Feuerwehrleute, zum Teil glaube ich einer schwer verletzt, aber es war kein Attentat, nach dem, was wir wissen, es sind nicht massenhaft Menschen ums Leben gekommen. Also die AfD hat natürlich, oder einige AfD-Abgeordnete waren sich natürlich nicht so schade, so Orakel-Tweets abzusetzen, nach dem Motto, Notre Dame brennt und die ganzen Moslems im Lande, das wird ja wohl ein Zusammenhang geben. Genau, ne? Also es gab auch aus muslimischer Richtung natürlich, sagen wir mal, schadenfrohe Tweets in Richtung der Christen. Aber da glaube ich, das muss man unter dem Kapitel abhaken. Es gibt auf beiden Seiten einfach Leute, Fanatiker und Extreme und Radikalisierte, die sowas dann immer gleich zum Anlass nehmen, um ihre Ideologie nach vorne zu bringen. Aber ich fand es halt interessant, dass diese Bilder so eine Kraft entwickelt haben, weil es eben keine Toten gab und weil es eben so eine Kirche ist. Und frag mich aber, ob das nicht alles
man das nicht alles ein bisschen zu hoch gehängt hat. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, klar, du hast recht, es ist zum einen die Kraft der Bilder, aber ich finde schon auch, dass diese Berichterstattung im Kern gerechtfertigt ist, einfach weil es so ein wichtiges Symbol ist für die französische Nation. Es hat in Frankreich eine sehr große Bedeutung für die nationale Identität. Insbesondere deswegen, weil Notre Dame eben seit dem 12. Jahrhundert alle möglichen Kriege überlebt hat. Den 30-jährigen Krieg, gut, der hat jetzt da nicht so sehr gewütet in Frankreich, der hat ja vor allem in Deutschland gespielt, aber auch den Ersten Weltkrieg, wo ja Paris immerhin mit beschossen worden ist von den Deutschen, den Zweiten Weltkrieg, als es von Deutschen besetzt war. Es gab, wie man weiß, so einen Nero-Befehl von Hitler, ne, der ja angeordnet hat, Paris vor dem Rückzug dem Erdboden gleich zu machen, ist dann von der Wehrmacht vor Ort nicht durchgeführt worden. Also mit anderen Worten, diese Kathedrale hat schon eine ganze Menge überstanden und die symbolisierte einfach so wunderbar diesen Wahlspruch von Paris, ne, den man im Pariser Stadtwappen auch sehen kann, Fluctuat nec mergitur heißt es also schön auf Latein, das verstehe ich auch nicht, aber ich habe es mal gegoogelt, das heißt so viel wie, es bezieht sich auf ein Schiffchen, ja, und das heißt so viel wie, es schwankt, aber es geht nicht unter. Ja, und das symbolisierte diese Kathedrale Notre Dame doch ganz besonders gut und ich glaube deswegen war das für viele Franzosen und vor allem für viele Pariser doch einfach ganz besonders emotionaler Moment, da eben dieses Dach brennen zu sehen. Genau, also ich finde ja auch gerade so diese symbolische, ich fände so faktisch, ja, muss man sich, aber da, was für eine symbolische Kraft das Ding entwickelt hat, ja, ob man das jetzt nachvollziehen kann oder nicht, ist schon bemerkenswert und eben auch, weil es sich jetzt so die Bedeutung umgedreht hat. Am Anfang war so der Diskurs, wie ist das ein Symbol für den Zerfall Europas und geht die Welt jetzt unter? Und auf einmal hat sich das so gedreht, hatte ich so das Gefühl, und das symbolisiert ja auch unser Mundharmonika-Solo vom Eingang zu diesem Segment, dass es so zu einem Symbol des Neustarts wird. Also, dass man so, dass es so eine Art komische, symbolische Kraft entwickelt, zu sagen, so, wir bauen das Ding jetzt wieder auf und Europäer vereinen sich irgendwie hinter dieser Kirche. So, also es ist ganz komisch, finde ich, dass es so eine emotionale Kraft zu geben scheint, die über diese Kirche hinausstrahlt und jetzt so eine Art symbolische Europäisierungsvereinigung oder sowas befeuert. Na, also ich weiß nicht, ich kann das gut verstehen, dass jetzt einfach viele, auch zum Beispiel Politikerinnen und Politiker, quasi diese Gelegenheit beim Schopfe packen, um ihre Solidarität zu erklären. Also der deutsche Regierungssprecher hat ja sogar eine kurze Erklärung an Solidaritätsbekundung auf Französisch abgegeben, was ja auch eher ungewöhnlich ist. In der Bundespressekonferenz wird natürlich normalerweise Deutsch gesprochen. Also ich glaube, viele sagen oder versuchen einfach jetzt bei dieser Gelegenheit ihre Verbundenheit mit Frankreich, ihre Verbundenheit mit der europäischen Idee zum Ausdruck zu bringen und ich finde das eigentlich sehr sympathisch, denn Frankreich oder denn die europäische Idee hat ja sehr, sehr viele Vorteile für die Menschen in Europa, aber es ist eben doch immer wieder ein Projekt, das man erklären muss. Und wenn es dann eben eine solche Gelegenheit gibt, wie soll ich sagen, symbolisch sich dazu zu bekennen, dann finde ich es auch gut, wenn man diese Gelegenheit dann wahrnimmt. Genau, also es haben sich auch monetär einige dazu bekannt. Es wurde ja sofort Spenden gesammelt, um das Ding wieder aufzubauen, wie auch immer. Und dann waren also am Tag nach dem Brand 900 Millionen Euro bereits im Topf. Und das Interessante, 900 Millionen Euro innerhalb eines Tages, muss man sich mal kurz klar machen. Na, ja? Und 100 Millionen kamen von dem einen Milliardär und 200 Millionen kam von seinem Erzfeind. Man muss dazu sagen, glaube ich, die Steuern können auch in Frankreich, die Spenden können auch in Frankreich von der Steuer abgesetzt werden. Ja, ne? Nicht nur auch in Frankreich, sondern sie können sogar deutlich höher noch abgezogen werden. Und zwar ist es in Frankreich tatsächlich so, dass man diese Spenden nicht nur direkt von dem zu versteuernden Einkommen abziehen kann, sondern man kann direkt die Summe von der Steuerlast abziehen. Ja, das so. Heißt, das ist der Witz, aber das mindert eben nicht nur das zu versteuernde Einkommen, sondern es mindert direkt die Steuerlast. Und zwar kann man 60% von der Steuer abziehen, wenn man Unternehmen ist und sogar 66%, wenn man Privatperson ist. Das also heißt, zwei Drittel kann er quasi von diesen 100 Millionen oder was? Wenn er privat 100 Millionen spendet, zahlt er netto nur 33 Millionen. Wobei man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, die Kirche Notre Dame gehört eben nicht der katholischen Kirche. Ne? In Frankreich gibt es ja dann eine sehr strenge Trennung, sondern gehört tatsächlich dem Staat. Das heißt also, ohne die Spenden müsste der Staat den Wiederaufbau komplett alleine zahlen. Ne? So zahlt der Staat mittelbar 60-66%. Ohne die Spenden hätte er es aber komplett selber zahlen müssen. So. Okay, das mal so als Hintergrund. Was aber da ja entbrannt ist, ist einerseits dieser Zweikampf zwischen diesen beiden, dieser bizarre Zweikampf zwischen diesen beiden Milliardären. Irgendwelche, wer gibt jetzt, es sind mehrere Milliardäre, insgesamt sogar drei. Ne? Also, aber und zwar jeweils die Gründer von großen Industrieunternehmen, irgendwie der Gründer von so verschiedenen Handelsketten und dann irgendwie der Inhaber, der hinter L'Oreal steht, dieser Kosmetikkette. Ja, genau, es sind so Luxusgüterfirmen, die sich da irgendwie. Aber auch der Chef einer Baumarktkette und so, also sind Luxusgüter, ne? Alles. Ja.
Luxus nicht alles, aber so, die waren sehr schnell dabei, haben da irgendwie einen Scheck abgeworfen oder beziehungsweise versprochen, das zu tun. Und dann ist in so eine, finde ich, ganz interessante Diskussion über Ungleichheit entstanden. So nach dem Motto, aha, guck mal an, dafür haben sie auf einmal Kohle. Ja. Sie haben halt einfach so viel Geld, dass es offensichtlich völlig egal ist, ob sie 100 oder 200 Millionen Euro mal ebenso in den Topf werfen. Also ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, gut, dass sie das tun, das müssten sie natürlich nicht. Sie zeigen sich damit solidarisch, sie tun was fürs Image, auch wenn sie dabei sicherlich so einen etwas bizarren Wettstreit quasi wie zwischen Dagobert Duck und Klaas Clever irgendwie aufs Parkett legen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sich die Frage stellen, ob denn nicht einfach das Steuersystem auch irgendwie versagt hat, wenn einzelne Menschen so absurd reich sind. Also sie sollen Multimilliardäre sein angeblich. Ne? Also ich frage mich das immer, wenn einzelne Menschen so viel Geld anhäufen, ob da nicht einfach irgendwas schiefgegangen ist. Warum muss ein einzelner Mensch so unfassbar reich sein? Verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Noch krasser ist die Situation natürlich in den Vereinigten Staaten. Wer da mal gelebt hat, der weiß, oder wer da mal studiert hat zum Beispiel, dass es praktisch keinen Hörsaal gibt, der nicht irgendwie den Namen eines Sponsors oder sogar teilweise von mehreren Sponsoren trägt oder von Filmen auch, die diesen Hörsaal mitfinanziert haben. Und öffentliche Unis hingegen sind finanziell einfach sehr schlecht aufgestellt. Ja, das heißt also, wenn sie keine Spenden bekommen würden, wären viele, viele Neubauten zum Beispiel, viele Bibliotheksbauten oder Hörsaalbauten gar nicht möglich. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz bemerkenswert auf der einen Seite, wie gut es klappt, und auf der anderen Seite trotzdem kritikwürdig. Denn man kann ja auf der einen Seite sagen, ist super, wenn es Spender gibt. Ne? Immerhin geben sie ihr Geld jetzt nicht um Golfplätze zu kaufen, sondern tun was fürs Gemeinwohl, indem sie Geld in die Bildung investieren. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, noch viel besser wäre es aus meiner Sicht, wenn der Staat einfach selbst genug Geld hätte. Ne? Denn die Schattenseite dieses Systems in den USA, dass man eben auf private Spender angewiesen ist, ist ja, dass der Staat eben in der Tendenz nicht das Geld hat, um solche Unis zu bauen. Genau, sie haben nicht das Geld und es wird auch nicht demokratisch kontrolliert. Ja, also das ist die Folge. Wenn das Geld eben von privaten Spendern kommt und nicht vom Staat, dann ist die Folge dessen, dass man in einer Demokratie es eben nicht kontrollieren kann. Ne? Denn die Spender geben ja Geld aus, wenn sie Lust haben, wofür sie Lust haben. Und sie müssen dafür natürlich häufig von den Unis oder über Jahre und Jahrzehnte irgendwie hofiert werden. Ne? Für Leute, von denen man irgendwie Millionen haben möchte, die behandelt man natürlich besonders nice. Und zugleich gibt es überhaupt keine demokratische Kontrolle, wofür diese Spender Geld ausgeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es wesentlich vorzugswürdiger, wenn diese Leute einfach mehr Steuern zahlen würden. Dann könnte man nämlich über die Wahlentscheidung darauf Einfluss nehmen, wo die Kohle hinwandert. So, ich bin mal gespannt, was sie jetzt aus Notre Dame machen. Wahrscheinlich, meine These ist, das wird ein wahnsinnig spektakuläres Gebäude, viel spektakulärer als das vorher war. Nee, das glaube ich nicht. Neues Wahrzeichen, weil wurde ja auch immer gesagt, das Wahrzeichen von Paris. Der Eiffelturm steht noch. Ja, ne? Genau. Also ich frage mich, von wie vielen, also wenn du von 100 Leuten, wenn du 100 Leute fragst, was ist denn das Wahrzeichen von Paris vor dem Brand, dann hätten 99 gesagt Eiffelturm. Ja, und einer hätte gesagt Brasserie, Arc de Triomphe. Genau. Nein, also ich glaube, das ist ein bisschen überspitzt, ist es schon. Man muss eben sagen, in Paris gibt es eine ganze Reihe von bemerkenswerten Gebäuden, aber Notre Dame ist sicherlich nicht das einzige. Aber Philipp, wo du jetzt sagst, es wird schöner wieder aufgebaut als vorher, das glaube ich nicht, denn da dürfte der Denkmalschutz vor sein. Ich glaube jetzt nicht, dass man allen Ernstes diese Kirche also anders wieder... oder so eine Glaskuppel, so wie in den Reichstag. Ich meine, klar, man könnte natürlich oben in der Vierung einfach so eine Glaskuppel... Nein, aber das wird, denke ich, nicht passieren. Dazu sind die Pariser dann letztlich an dieser Stelle und die Pariserinnen sicher auch doch zu konservativ. Also das ist meine Ahnung, ich habe ja mal eine Weile in Paris gelebt, dass man sich da einfach sehr viel Mühe gibt, so das äußere Erscheinungsbild der Stadt möglichst nicht zu verhunzen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch in Paris nur sehr wenige Wolkenkratzer. Und das sind in der Regel Bausünden aus den 60ern. Ja, okay. Also da glaube ich nicht, dass man da mit Katastrophen architektonischer Art rechnen muss. Alright, nächstes Thema. Wir sollen überleiten. Ich vergesse das. Ich vermeide das, wo ich kann, aber es sind irgendwie immer... Genau, Feedback. Wir sollen überleiten. Überleitung. Schön, genau. Jetzt kommt ein neues Thema. Genau. Nein, ich finde, wir machen das schon wunderbar. Wir haben doch sogar uns häufig darüber lustig gemacht, dass wir manchmal sogar etwas, wie soll ich sagen, gewollte Überleitungen machen. Am schlimmsten ist es immer, wenn ich apropos sage. Ne? Dann fällt immer Philipp alles aus dem Gesicht. So, dann machen wir jetzt ein neues Thema. Gut.
Der Lage der Nation berichtet über die Schülerstreiks für das Klima der Bewegung Fridays for Future. Und deswegen, um das noch ein bisschen näher zu beleuchten, wer eigentlich Fridays for Future ist und welche Ziele sich die Schülerinnen und Schüler gesetzt haben, haben wir uns jetzt zum Interview verabredet mit Luisa Neubauer. Luisa Neubauer studiert Geografie in Göttingen, hat den Schülerstreik in Berlin vor einigen Wochen mit ins Leben gerufen und organisiert ihn auch bis heute mit. Willkommen in der Lage der Nation. Hallo Luisa. Hi. Wir wollten am Anfang mal gucken, so ein bisschen Inside FFF haben wir das so genannt. Wie ist denn so bei euch die Stimmung gerade? Du, also eine Stimmung zu überblicken von irgendwie, weiß ich nicht, hunderttausenden Leuten ist natürlich nicht so leicht. Grundsätzlich ist ganz, ganz viel Bewegung an der Sache, könnte man vielleicht sagen. Wir sind irgendwie in ganz trubeligen Zeiten, unsere Forderungen sind erschienen, wir wachsen jede Woche weiterhin an, wir streiken jetzt seit 18 Wochen, also da passiert viel und natürlich haben auch irgendwie Berichterstattung in den Medien dazu geführt, dass wir noch intensiver jetzt intern Diskussionen führen und Prozesse angestoßen haben. Ja, das ist eine sehr schöne Frage oder eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage eigentlich. Wir haben uns nämlich gefragt, wie organisiert ihr euch denn eigentlich intern? Das ist ja gar nicht so einfach, so viele Menschen gemeinsam auf die Straße zu bringen und dann zum Beispiel auch hinter bestimmten Forderungen zu versammeln. Ja, absolut. Das ist schwierig und vor allem, ich glaube, es wird viel übersehen, haben wir kein Vorbild. Also wir können ja nicht sagen, wir machen das, wie die das damals gemacht haben, weil sowas gab es noch nicht. Das heißt, was wir machen, ist ganz viel ausprobieren, ganz viel rumfühlen, was geht nicht so gut. Grundsätzlich haben wir Ortsgruppen, das sind ungefähr 400, das heißt, jeder Ort dann eine Ortsgruppe logischerweise. Und pro Ortsgruppe gibt es dann ein oder zwei Delegierte, nennt sich das. Das wird da irgendwie gewählt oder entschieden, wer das macht. Und diese Delegierten treffen sich einmal in der Woche in der Telefonkonferenz und besprechen, was abgeht. Und tragen dann sozusagen wichtige Entscheidungen in die Ortsgruppen rein, da wird dann eine Abstimmung gefällt. Das heißt, der Delegierte oder die Delegierte stimmt dann ab für die eigene Ortsgruppe. Es hat ja jetzt auch ein paar Forderungen von euch gegeben, über die gleich auch noch ein bisschen detaillierter reden können. Wie sind die denn zustande gekommen? Wie habt ihr euch auf die geeinigt? Ja, das ist so ein ganz gutes Beispiel. Also wir haben ja grundsätzlich gehen wir auf die Straße für das 1,5 Paris-Ziel, 1,5 Grad-Ziel. Und wir sind auf die Straße gegangen, angefangen im Dezember und dachten, das ist sehr offensichtlich, was wir da fordern. Die Bundesregierung hat ja auch das Paris-Abkommen völkerrechtlich bindend ratifiziert im Bundestag 2016 und wir dachten, Leute, haltet euch dran, das ist unsere Forderung, macht doch was drauf. Und dann ist über diese Monate diese Schulschwänzdebatte entflammt. Und wir haben in der Delegiertenkonferenz festgestellt, okay, vielleicht müssen wir konkreter werden und denen mehr an die Hand geben, so eine Art Gesprächsangebot machen. Und haben daraufhin in dieser Konferenz, in der Telefonkonferenz, beschlossen, okay, wir wollen Forderung haben. Und dafür wurde eine Forderungs-AG eingerichtet. Da konnte jeder beitreten, der oder die beitreten wollte. Und diese Forderungs-AG hat sich dann über Monate hinweg mit ganz, 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 ganz vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Instituten zusammengesetzt und Forderungen ausgearbeitet. Und das dann aber durch so verschiedenste Feedback-Loops durch die Bewegung gejagt, dass alle Leute Möglichkeiten hatten, da ihre Meinung, ihre Anmerkung oder ihre Kritik einzubringen. Das heißt, die haben es dann zurückgegeben, dann konnten ja Leute was einsenden, dann wurde es wieder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen, bis es dann letztendlich in einer alles entscheidenden Abstimmung, wo jede Ortsgruppe eine Wahl hatte und auch ein Veto einlegen konnte, abgestimmt wurde und durchgewunken wurde. Und ein solches Veto gab es offenbar nicht, denn die Forderungen sind ja vor einigen Wochen jetzt vorgestellt worden. Interessanterweise hier im Berliner Naturkundemuseum vor dem Skelett eines Dinosauriers und der Herr Präsident oder Direktor des Museums meinte so schön, wir wollen ja nicht enden wie die Dinos und deswegen gibt es jetzt diese Forderung. Damit das vielleicht so ein bisschen präzise ist, kannst du uns nochmal sagen, was aus deiner Sicht so die zentralen Eckpunkte sind, was ihr von der Politik verlangt? Genau, also grundsätzlich sagen wir, es braucht eine Politik, die kompatibel ist mit dem Paris-Abkommen. Und dafür steht der Deutsche in der Pflicht, die Emissionen zu einem gewissen Punkt zu reduzieren beziehungsweise auf null runterzufahren. Und wir haben dann diese 6 Forderungen veröffentlicht mit dem Wissen, gut, Klimapolitik ist immer langfristig, wir brauchen aber auch kurzfristige Ziele. Das heißt, 3 der 6 Forderungen sind noch für 2019 gedacht, dass wir auch am Ende des Jahres Bilanz ziehen können. Und also insbesondere, dass eben die Subvention aller fossilen Energieträger beendet werden soll. Zum Beispiel, ist eine der Forderungen und dann geht es darum, dass wir fordern, dass ein Viertel der Kohlekapazität heruntergefahren wird und eine CO2-Bepreisung eingeführt wird. Das sind die Forderungen für 2019. Vielleicht sollte man bei den Forderungen aber noch anmerken,
wir maßen uns nicht an, mit irgendwie 6 Forderungen die Klimakrise lösen zu können. Und das denken absurderweise, glaube ich, ganz viele. Das ist auch kein Wunschzettel, wo wir denken, es wäre irgendwie nett, das mal zu haben, sondern es ist wissenschaftlich fundiert, was praktisch die Wissenschaft festgestellt hat, muss gemacht werden, unter anderem. Aber es sind Mindestforderungen. Es reicht noch nicht aus, um Paris zu erreichen. Okay, also ne, bis 2035 sollen die Treibhausgasemissionen bei netto null liegen. Das heißt, wenn noch CO2-Emissionen ausgestoßen werden, soll eben Pflanzen, die Sauerstoff produzieren, zusätzlich gepflanzt werden. Kohleausstieg sollte schneller sein, nicht, 2030, nicht 2038, sondern 2030. Und die erneuerbaren Energien zu 100% bei 2035. Was übrigens spannenderweise die häufigste Rückfrage kam, die ich gehört habe, war, wenn wir bis 2030 einen Kohleausstieg fordern, aber erst 2035 100% Erneuerbare, wollen wir dann zwischen 2030 und 2035 die Atomkraftwerke wieder anschalten? Oh Gott. Nein, aber es anscheinend, ja, das wollen wir natürlich nicht. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Strom zu erzeugen. Aber genau, das sind so die Forderungen. Also die Idee ist nur, um das vielleicht so ein bisschen aufzulösen, wenn ich es richtig verstanden habe, bis 2030 der komplette Kohleausstieg und dann gibt es ja noch einen zweiten zentralen Bereich, wo fossile Brennstoffe verwendet werden, nämlich Gaskraftwerke, und die dürfen dann noch 5 Jahre weiterlaufen. Ne? So genau, ist, glaube ich, die Idee. Also ja, genau, da gibt es ja Mittel und Wege, auf jeden Fall. Sag mal, jetzt gab es aber, also da haben wir letzte Woche ja auch drüber geredet, diese CO2-Steuer, also diese Idee, dass für jede Tonne, und das muss man auch nochmal klarstellen, wir nennen das immer CO2-Steuer, aber wir meinten das in der letzten Folge auch eher als so eine Art Kohlenstoffsteuer, dass also nicht erste Steuer erhoben wird, wenn CO2 entsteht oder was verbrennt, sondern wenn sozusagen Dinge mit Kohlenstoff produziert werden, die dann beim Verbrennen irgendwann CO2 produzieren. Und darauf eine Steuer zu erheben. Ihr habt gesagt 180 Euro je Tonne. Wie kommt ihr auf diese Zahl? Also das ist ein CO2-Preis und keine Steuer. Ich glaube, das macht tatsächlich noch einen Unterschied. Ah, okay. Die Zahl ist in die Welt gesetzt worden vom Umweltbundesamt. Die haben mit einem Verfahren, das nennt sich Methodenkonvention 3.0, errechnet, wie groß die reellen Schäden sind, die eine Tonne CO2 erzeugt. Also es geht also quasi um einen fairen Preis für die Emission von CO2. Aber wo ist denn der Unterschied? Wenn es keine Steuer ist, wie soll denn das Geld eingesammelt werden? Ich glaube, das macht rein rechtlich einen Unterschied. Also Deutschland kann nicht eine Steuer so von 0 auf 100 einsetzen, sondern wenn man das, also anders gesagt, wir haben einen CO2-Preis genommen als Term, weil das ist das, was das Umweltbundesamt in die Welt gesetzt hat. Und wir sagen im Endeffekt, das ist schon, was ihr da erarbeitet habt, macht es doch. Und das ist mit ganz viel wissenschaftlichem Rückenwind da draußen, und die überwältigende Zahl der Wissenschaftler sagt, es braucht einen Preis auf CO2. Ob das jetzt eine Abgabe, das ist nochmal eine andere Gestaltung. Oder mit Emissionshandel oder so, genau. Das hängt ja auch sehr davon ab, was man letztlich mit dem Geld macht. Ne? Ob das als Steuer zulässig ist. Eine Steuer würde bedeuten, dass das Geld quasi ohne konkrete Zweckbindung in den Bundeshaushalt zum Beispiel fließt, während man bei anderen Einnahmen, wie zum Beispiel Abgaben, immer eine bestimmte Bindung hat an eine Gegenleistung zum Beispiel. Und, aber das ist ja letztlich gar nicht eure Frage. Ne? Das ist ja eine juristische Feinheit, das können ja auch die Politiker und Politikerinnen entscheiden, wie das quasi organisiert wird. Die entscheidende Frage aus eurer Sicht ist, dass quasi ein Preisschild geklebt wird an die Emissionen von Kohlendioxid, ne? Genau, weil es ist im Endeffekt ja wie Preise funktionieren, ne? Die richten sich unter anderem danach, was die Kosten sind. Also wir haben ja das letzte Woche ja auch schon angesprochen, so ein Kritikpunkt ist, damit werden ja Sachen erstmal teurer. Ja, also Fliegen zum Beispiel, Autofahren. Und wir haben das letzte Woche auch schon versucht zu erklären, das sind halt relative Preissteigerungen. Also es wird immer auch Produkte geben, die billiger sind. Und die große Idee und der Charme bei diesem CO2-Preis ist ja, dass es nicht darum geht, Einnahmen für den Staat zu erzielen, sondern bestimmte Dinge teurer zu machen. Und so kann man das Geld, was man einnimmt, der Staat einnimmt, also wieder zu 100% an wen auch immer zurückgeben. Idealerweise an die besonders hart unter Preissteigerung leiden, nämlich arme Leute. Wenn da der Flug auf einmal nicht mehr 100, sondern 500 Euro kostet, dann müssen sie von ihrem Monatseinkommen da einen prozentual größeren Anteil abzwacken als Leute, die viel, viel Geld haben. Wie stellt ihr euch diesen Rückkanal vor? Wie soll das Geld zurückfließen? Naja, auch das ist eine politische Gestaltungsfrage und eine Aufgabe, die wir an die Politik weitergeben. Ganz klar ist, und das sagen wir in unseren Forderungen auch ganz deutlich, das muss sozial gerecht sein. Es ist ganz wichtig, dass das natürlich nicht dazu führt, dass sich einige Menschen einfach CO2-intensivere Produkte nicht mehr leisten können. Das kann nicht Sinn der Sache sein, sondern da muss es Mittel und Wege geben.
es ist nicht unser Anspruch, diese Konzepte vorzulegen, weil das ist ganz klar der Aufgabenbereich von den von der Politik und den Ministerien mit ihren riesigen Apparaten, wo ja die Experten auch sitzen. Okay. Also wir würden jetzt gerne noch so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. Du hast schon neulich mal im Interview mit dem Spiegel angedeutet, dass das Streiken oder das Schwänzen nicht der Selbstzweck ist, sondern dass ihr ganz bestimmte politische Ziele erreichen wollt. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht so ein Zwischenziel, wo ihr als Bewegung sagen könntet, jetzt werden die Streiks mal ausgesetzt, denn jetzt hat die Politik offensichtlich verstanden, dass gehandelt werden muss. Gibt es sowas quasi wie ein Nahziel? Gibt es sowas wie einen erkennbaren Fortschritt, wo ihr sagt, würdet, jetzt schauen wir mal, ob die Politik wirklich Wort hält. Ja, zum Beispiel, das sind ja unsere drei Forderungen für 2019. Also es ist absolut im Bereich des Machbaren noch in diesem Jahr, sowohl die CO2-Bepreisung einzuführen, als auch zum Beispiel massivst Kohlekapazität runterzufahren. Das sind ja auch Forderungen, die sich an dem real Machbaren orientieren. Und das ist auf jeden Fall gut. Was halt, was wir gerade erleben, ist halt, dass vor allem irgendwie Klimaschutz auf Plakate geschrieben wird und so mal wieder in den Debatten irgendwie rausgekramt wird. Das passiert aber ja halt seit 20 Jahren und das heißt, ganz zentral ist für uns, dass tatsächlich on the ground was passiert. Wir hatten letztes Mal einen Klimawissenschaftler bei uns im Programm, den habe ich auch gefragt, wie kommt denn jetzt diese Diskussion um den CO2-Preis zustande, und er sagt dann, naja, es gibt so ein paar ökonomische Zwänge, aber auch Fridays for Future. Die hätten in der Politik für erhebliche Nervosität gesorgt, glaube ich, war seine Wortwahl. Jetzt hast du ja Wirtschaftsminister Peter Altmaier getroffen zum Spiegel-Interview. Wie ist denn so dein Gefühl? Bewegt sich da was? Und bist du guter Hoffnung, dass da ein paar Sachen ins Rollen kommen? Oder hast du das Gefühl, naja, die wollen uns so ein bisschen auslaufen lassen, wie so eine Welle an der Nordsee? Schöner Vergleich. Ich glaube, da ist ganz viel Bewegung drin, wenn ich mit Menschen spreche, irgendwie mit Unternehmern und mit Verbänden und mit auch Institutionen, die jetzt nicht bekannt sind für irgendwie so eine ökoprogressive Argumentation, sagen viele, es macht doch einfach ökonomisch gerade so wahnsinnig viel Sinn, sich im Klimaschutz anzuschließen oder dem zu verschreiben. Was ich nicht so erlebe, ist diese Offenheit und Zugewandtheit von den Entscheidungsträgerinnen in der Regierung. Das ist, ich meine, wir stoßen auch gerade irgendwie einen enormen Paradigmenwechsel an im Idealfall, und ich glaube, Dinge sind einfach enorm langsam und das ist eine Katastrophe im klimawissenschaftlichen Kontext. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Nicht so verwunderlich, aber wenn man sich überlegt, wie viel diese GroKo in den letzten Jahren bewegt hat. Ich glaube, viele trauen sich auch nicht so richtig, stellen fest, so vielleicht haben wir uns in den letzten Jahren da auch sehr verrannt, indem wir immer wieder gepredigt haben, ja, Klimaschutz muss ja irgendwie mit Wohlstand vereinbar sein. Was ja auch zwischen den Zeilen impliziert, ist es das eine oder das andere, und man kann Klimaschutz nicht auch Wohlstand fördern zum Beispiel. Das ist ein eher deprimierendes Bild, könnte man gerade sagen. Ja, da würde ich gerne noch kurz einmal einhaken. Habt ihr da schon konkrete Ideen, wie Klimaschutz und Wohlstand sich vielleicht sogar sehr gut vereinbaren lassen könnten, oder auch Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung? Naja, es ist ja offensichtlich, es sagen ja auch die großen Wissenschaftsinstitute der Welt, ich weiß nicht, die OECD und das World Economic Forum, die sagen, wenn wir irgendwie von Wohlstand sprechen, dann brauchen wir eine gesicherte Lebensgrundlage, und wenn hier uns alles um die Luft fliegt, und das meine ich nicht nur im Sinne von irgendwelchen amerikanischen Hurricanes, aber auch was wir letztes Jahr am Rhein erlebt haben zum Beispiel, schränkt massiv wirtschaftliche Entwicklung ein, und das ist so, also es ist so offensichtlich und auch so technisch und wirtschaftspolitisch belegbar, dass wir auf unsere Umwelt aufpassen wollen, wenn wir weiterhin irgendwie eine Wirtschaft am Laufen halten wollen. Und gleichzeitig, wie gesagt, spielt auch diese große Gerechtigkeitskomponente eine Rolle. Ne? Das ist die Ersten, die darunter leiden, wenn Hochwasser und Fluten und Dürren und Starkwetterereignisse uns beeinträchtigen, sind die Menschen, die nicht ein wirtschaftliches Backup haben, die nicht irgendwo das Puffer haben und es sich leisten können, irgendwo anders hinzuziehen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir machen hier mal einen Punkt. Alles Gute und viel Erfolg. Danke, danke.
Zu unserem nächsten Thema. Wir schauen auf die europäische Bühne und greifen ein Stichwort auf, das wir in der vergangenen Woche bekommen haben, als wir zur Lage live ja in Bremen waren. Da machen wir dann ja immer hinterher so eine Frage- und Antwortrunde. Und da hatte uns jemand gebeten, doch nochmal auf die Europawahlen hinzuweisen, die ja in Deutschland am Sonntag, den 26. Mai stattfinden. Denn ganz wichtig, so eine Wahl setzt voraus, dass auch Menschen im Wahllokal an diesem Tag Dienst tun. Genau, ganz wichtig, einfach so ein kleiner wie sagt man, Pep-Talk hier, geht mal hin, meldet euch als Wahlhelfer oder Wahlhelferin. Ne? Also das heißt dann so schön beim Bundeswahlleiter, bei Interesse wenden Sie sich bitte unmittelbar an Ihre Gemeinde. Also da müsst ihr dann einfach mal im Gemeindebüro anrufen und sagen, wie kann ich denn hier Wahlhelfer werden? Es ist einfach super, super wichtig, sonst finden diese Wahlen nicht statt oder können nicht richtig stattfinden. Und ihr habt halt mal einen Einblick sozusagen in den wichtigsten Akt der Demokratie. Und der Ablauf ist halt so, 8 bis 18 Uhr ist die Wahl am 26. Man muss halt ein bisschen früher aufsteigen, wenn man früher da sein muss. Aber dann baut man halt mit so einem Wahlbüro auf, so ein Wahllokal, ne, und muss irgendwie ein bisschen für Ordnung sorgen, ein bisschen organisieren, kann irgendwie vermerken, wer an der Wahl teilgenommen hat, ein Wählerverzeichnis etc. pp. Das kennt ihr auch, wenn ihr mal wählen wollt. All das muss eben gemacht werden. Und danach, und das finde ich mit das Interessante, gibt es halt diese Stimmenauszählung. Da wird dann halt mal ne, alles ausgekippt und wer muss da eigentlich was unterzeichnen und so werden dann halt die Stimmen zusammengezählt und dann stimmt das Ergebnis nicht, muss man nochmal zählen und so. Also das könnt ihr mal mitmachen, das ist super interessant und ist halt wie gesagt ein Einblick in den wichtigsten Akt einer Demokratie. Genau, und wir haben nämlich gehört, dass es in vielen Gemeinden einfach noch Wahlhelfer fehlt und deswegen an dieser Stelle unser Hinweis. Und das gilt in Bremen wohl auch für die parallel, wenn ich es richtig verstanden habe, stattfindenden Kommunalwahlen. Also in Bremen ist es wohl besonders dramatisch, aber auch in vielen anderen, gerade in den Städten. Also auf dem Land klappt das immer noch so halbwegs, glaube ich, aber in den Städten ist es wohl schwierig. Insofern, wenn ihr Lust habt, freuen wir uns dann drauf. Genau. Korrektur müssen wir auch noch machen an dieser Stelle. Ja, genau. Wir hatten zur Europawahl in Großbritannien, an denen das Vereinigte Königreich ja wahrscheinlich teilnehmen wird. Wir haben gesagt, auch da gilt sozusagen bei den Europawahlen das Mehrheitsrecht, Mehrheitswahlrecht, was ja in Großbritannien gilt, das ist auch sonst so, aber eben bei der Europawahl ausnahmsweise nicht. Da wurden wir darauf hingewiesen, das korrigieren wir an dieser Stelle. Also es gilt halt das Verhältniswahlrecht und die Briten und die Engländer und Schotten und Waliser wählen halt 73 Abgeordnete in 12 Wahlkreisen. Und nach den letzten Umfragen sieht es halt so aus, da haben wir auch nochmal reingeguckt, dass ein gutes Viertel für die Brexit-Partei stimmen würde. In einer Umfrage. Also, ne? Also andere Umfragen sind es mehr so 12-15%. 12-15%, ne? Aber das ist also, sagen wir mal, nach der letzten jetzt ne, ein Viertel für diese Brexit-Partei stimmen würde, ein anderes knappes Viertel für Labour und die restliche Hälfte verteilt sich eben so ein bisschen auf die Konservativen, 15%, 10% die Liberaldemokraten, 10% die Grünen. So UKIP, also diese Partei, die bei den letzten, glaube ich, 2014 große Mehrheiten gewonnen hatte und nicht Mehrheiten, aber 4 Stimmen bekommen hat, die dümpelt hier so bei 7%. Ja, UKIP, muss man dazu sagen, ist die United Kingdom Independent Party oder Independence Party, die sich seit vielen Jahren eingesetzt hat für einen Austritt Großbritanniens aus der EU. Und der Gründer dieser Partei hatte eigentlich nach dem Brexit-Referendum so mehr oder weniger gesagt, jetzt Mission accomplished, ja, wir können den Laden jetzt zumachen. Aber auch diese Partei gibt es eben weiterhin, nur eben ohne Nigel Farage, und also diesen Gründer. Und sie kommt immerhin noch auf 7%. Wenn man das mal zusammenrechnet, dann kommt jedenfalls in dieser einen Umfrage von YouGov die Brexit-Befürworter auf so circa 34% zusammengerechnet. Und auch in den anderen Umfragen kommen die Brexit-Befürworter immerhin so auf 25%. Also es scheint doch noch einen harten Block von etwa einem Viertel bis einem Drittel der Briten zu geben, die nach wie vor für den Brexit eintreten. Die explizit dafür stimmen. Ja. Dann müssen wir auch vermelden, dass die Urheberrechtsreformrichtlinie endgültig beschlossen, verabschiedet ist. Ganz genau, ja. Wir hatten das ja schon angekündigt als den wahrscheinlichen Ausgang. Julia Klöckner hat in der Tat im Rat der EU dieser Richtlinie zugestimmt. Wir wissen nicht genau, ob sie es persönlich gemacht hat oder über einen Vertreter, aber jedenfalls hat Deutschland eine entsprechende Stimme abgegeben. Deutschland stimmt mit Ja. Im Ergebnis muss man sagen, die SPD ist an dieser Stelle wieder einmal umgefallen, denn eigentlich gab es ja reihenweise Beschlüsse, dass man dieser Richtlinie nicht zustimmen wolle, und auch der Koalitionsvertrag zwischen SPD und den beiden Unionen
Unionsparteien sah das eigentlich vor, aber Katharina Barley hat ein Ja vorgeschlagen. Aber sie kämpft ja, für diese sogenannte Protokollerklärung. Ja, ganz genau. Und diese Protokollerklärung. Also Protokoll heißt Protokoll woran? Also ja, das ist so ein bisschen bizarr. Also das Protokollerklärung bedeutet, parallel zu dieser Sitzung im Rat erzählt man noch so ein bisschen was. Das ist zwar rechtlich völlig bedeutungslos, aber man gibt quasi noch irgendwie zu. Was sein Senf dazu. Sein Senf dazu. Ja, genau. Anders kann man es nicht sagen. Ist so ein bisschen so, als hätte sich jemand vor oder nachher hingestellt, was in die Fernsehkamera erzählt. Und in diesem Fall hat man es eben nicht nur einfach mündlich gesagt, sondern man hat dazu eine Erklärung abgegeben. Das hat übrigens nicht nur Deutschland gemacht, sondern es gab noch zwei, drei andere Protokollerklärungen. Wir haben die verlinkt in den Shownotes. Deutschland hat im Kern erst versucht zu erklären, wieso man diesem Richtlinienvorschlag zustimmt. Begründung, weil die Reform insgesamt dringend nötige Anpassungen des nicht mehr zeitgemäßen europäischen Rechtsrahmens mit sich bringt, etwa die Regelungen zum Text- und Data Mining zu vergriffenen Werken oder zum Vertragsrecht für Künstlerinnen und Künstler. Zugleich bedauert die Bundesregierung, dass es nicht gelungen ist, ein Konzept zur urheberrechtlichen Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen zu verabreden, das in der Breite alle Seiten überzeugt. Und die Lösung sieht die Bundesregierung jetzt darin, dass die EU-Kommission ja nach dieser neuen Richtlinie verpflichtet sei, einen Dialog mit allen betroffenen Interessengruppen zu führen, um Leitlinien zur Anwendung des besonders umstrittenen Artikels eben zu den Upload-Filtern zu entwickeln. Und ein Sprecher des Justizministeriums sagt, man werde also den Auslegungsspielraum voll ausschöpfen müssen, um Upload-Filter möglichst zu verhindern. Aber zugleich findet sich in dieser Protokollerklärung auch das Eingeständnis der Bundesregierung, dass sich Upload-Filter wohl nicht ganz würden verhindern lassen. So, ja, also wir haben es gesagt, diese Protokollerklärung ist eigentlich das Papier nicht wert, auf dem es steht. Genau, also das ist, hätte man sich auch wirklich schenken können. Also das sagen nicht nur wir, das sagt zum Beispiel das Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, Herbert Prantl. Ich persönlich sehe es aber auch so. Das ist halt einfach wirklich allenfalls ein bisschen fürs Publikum. Und man kann sich schon fragen, wenn man denn eine solche Protokollerklärung abgibt, in der steht, dass man das eigentlich falsch findet mit den Upload-Filtern, dann kann man sich schon fragen, warum man denn dann trotzdem zustimmt. Christian Lindner von der FDP hat recht, eigenen Koalitionsvertrag gebrochen. Das stimmt. Ja. Das kann man so stehen lassen. Die FDP hat übrigens, das muss man auch dazu sagen, immer noch dafür gekämpft, tatsächlich diese Upload-Filter zu verhindern. Sie haben im Bundestag Anträge gestellt. Nach Artikel 23 des Grundgesetzes kann also der Bundestag ja mitwirken bei den Entscheidungen der bei den Stimmen der Bundesregierung auf europäischer Ebene. Da wollte also die FDP über den Bundestag erreichen, dass die Bundesregierung quasi verpflichtet wird, nicht zuzustimmen. Das war nicht erfolgreich, hat die Koalition also auch mit den Stimmen der SPD immer schön dagegen gestimmt. So, der Spitzenkandidat der Grünen bei der Oberwahl, Sven Giegold, hatten wir auch schon mal im Programm, spricht von fragwürdiger Kosmetik, denke ich, ja. Also letztlich war es, glaube ich, ein reiner Wahlkampfgag von Katharina Barley, die ja antritt, ne? So muss man das wohl sagen. Man könnte auch etwas böse formulieren, letztlich Opium fürs Volk, nicht? Also man versucht mit dieser Protokollerklärung sich irgendwie rauszureden, um so zu tun, als sei man ja eigentlich dagegen und hätte auch dagegen gekämpft. Aber ich meine mal ganz ehrlich, das durchblickt doch wirklich jeder, oder? Also nach meiner Einschätzung wird die SPD so ganz sicher keine Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. So, die Union hat geschlossen für die Reform gestimmt, ne? Veröffentlicht aber schon vor Wochen einen merkwürdigen Kompromissvorschlag. Das ist ebenfalls eigentlich eine ähnliche Qualifikation. Ja. Also eigentlich ein ähnliches Ding, ne? So nach dem Motto, wir stimmen jetzt zu, aber so richtig umsetzen wollen wir es dann am Ende doch nicht. Genau, und da sagt sogar CDU-Mann Oettinger, der ja inzwischen EU-Kommissar ist, dass dieser Kompromissvorschlag der CDU nicht funktionieren wird, einfach weil nationale Alleingänge nicht möglich sind. Das gilt dasselbe wie für diese Protokollerklärung, die eben eine Idee von Katharina Barley war. Wenn man das nicht will mit den Upload-Filtern, dann muss man eben dagegen stimmen. Und also bei mir persönlich drängt sich der Eindruck auf, dass sowohl Union als auch SPD einfach sich das Ziel gesetzt haben, irgendwie diese Europawahl zu überstehen, irgendwie den jungen Leuten, insbesondere ja die gegen die Upload-Filter sich massiv politisiert haben, irgendwie Sand in die Augen zu streuen, damit nicht so deutlich wird, dass beide große Parteien eigentlich sich gegen die Interessen dieser Menschen eingesetzt haben. Ja, verheerendes Bild, kann man nicht anders sagen, haben wir schon oft gesagt. Ne? Politik hinterlässt ein verheerendes Bild und zwar insbesondere deswegen, weil man eben die Interessen einer kleinen Lobby schützt, ja, Presseverlage und GEMA insbesondere, und das dann aber auch noch versucht zu vertuschen. Und wenn man sich so die Wahl
Umfragen anguckt, dann schadet das Ganze interessanterweise vor allem der SPD, weil bei der Union irgendwie so ein bisschen klar ist, vor allem auch wegen des Engagements eben von Axel Voss. Die Union ist einfach im Kern für diese Upload-Filter. Eigentlich weiß man das. Ne? Die haben zwar mit diesem Kompromissvorschlag auch so ein bisschen Nebelkerzen geworfen, aber im Kern ist klar, Union tritt dafür ein. Und weil wahrscheinlich ohnehin nicht so wahnsinnig viele Leute die Upload-Filter ablehnen, die Union bisher gewählt haben, ist der Effekt gering. Für die SPD sind allerdings nach Umfragen da erhebliche Stimmenverluste zu befürchten. Und warum? Na, weil man halt so rumeiert, ne? Weil man einfach keine klare Kante zeigt. Jetzt sind wir schon bei den Wahlen am 26. Mai und wir sind bei einer Grundsatzdiskussion über Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Gradlinigkeit, und da landet man ganz schnell beim Grundgesetz. Das ist so. Und das Grundgesetz hat nämlich Geburtstag. In diesem Jahr, am 23. Mai, jährt sich zum 70. Mal die Verkündung des Grundgesetzes, also der Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland. Und aus diesem Anlass schmeißt, ein kleiner Terminhinweis, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich bin, eine kleine Party. Und zwar eine Party, die beginnt morgens um 9 mit Torte und Sekt vor dem Brandenburger Tor. Und ab 10 gibt es dann eine Fachkonferenz, Diskussionen über Verfassungsrecht und was man so alles tun kann, um das Grundgesetz mit Leben zu erfüllen, im Allianz Kulturforum. Das ist ein Gebäude direkt neben dem Brandenburger Tor. Die Veranstaltung ist kostenlos. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Bundeszentrale für politische Bildung und eben die Allianz Kulturstiftung für die Unterstützung. Das heißt also, wer in Berlin ist oder Lust hat, nach Berlin zu kommen, am Donnerstag, den 23. Mai, ist herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Man braucht aber ein Ticket. Wir packen den Link in die Shownotes. Könnt ihr euch ein Ticket klicken, wenn ihr wollt, unter freiheitsrechte.org/GFFGG70. Ja, freiheitsrechte.org/GFFGG70 ist die Internetadresse. Wunderbar. Ach ja, genau. Und bei der Gelegenheit noch ein ganz kleines bisschen Schleichwerbung. Dieses Ticketsystem stammt aus dem Hause Pretix. Und damit verkaufen wir auch immer Tickets für die Lage live. Schleichwerbung sage ich, weil wir das nicht bezahlt kriegen. Das sagen wir jetzt einfach quasi, weil es von Herzen kommt. Mit diesem System verkaufen wir auch immer die Tickets für die Lage live. Und das ist eine super Software. Könnt ihr euch selber installieren, wenn ihr möchtet. Aber könnt ihr aber auch über pretix.eu nutzen, und vor allem ist der Service total nett. Ne? Der Raphael, der das programmiert, der hilft uns immer aus der Patsche, wenn irgendwas klemmt. Also insofern kleine Empfehlung und Dankeschön an die Jungs von Pretix. So, jetzt kommen wir zum Thema, was irgendwie so ein bisschen rumort hat schon die ganze Zeit, was auch so ein bisschen durch die Medien ging, was auch einige von euch angemahnt haben, und ich habe mich damit eine Weile befasst. Und zwar, es musste so ein bisschen reifen. Ja, es musste auch schon ein bisschen reifen. Öfter darüber diskutiert, wir beiden, wie gehen wir das an? Genau, irgendwie? Wie gehen wir das an? Und so, und jetzt ist das zu so einem Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt können wir das mal ins Programm nehmen. Und zwar geht es um die Diskussion, um die Gesundheitsgefahren von 5G im Speziellen und elektromagnetischer Strahlung im Allgemeinen. Ganz also, kurz alle Leute mitnehmen, was bedeutet 5G? Ja, 5G ist die neue Mobilfunkgeneration, die jetzt eingeführt werden soll. In der Schweiz zum Beispiel wird schon angekündigt, landesweit soll die in wenigen Monaten, soll das versorgt sein. In Deutschland läuft gerade noch die Versteigerung der nötigen Frequenzen für diesen neuen 5G-Standard. Aber der Plan ist eigentlich, wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht, dass bis Ende 2022 bundesweit das ausgerollt ist und 98% der Haushalte versorgt sind und Eisenbahnstrecken und Hauptautobahnen komplett. Also mit anderen Worten, das soll jetzt nach dem Willen der Bundesregierung total schnell vorangehen mit dem Ausbau dieses neuen Mobilfunkstandards. Genau, und die werden jetzt versteigert. Und da ist halt diese Diskussion aufgekommen, ist das eigentlich eine Gefahr für die Gesundheit? Und da gibt es natürlich sofort diesen Aluhut-Alarm, ne, von vielen Leuten, die sich lustig machen über Leute, die irgendwie unter WLAN-Strahlung klagen etc. pp. In die Kerbe wollen wir jetzt nicht hauen. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die sind so ein bisschen elektrosensibel. Aber mit diesem Vorbehalt bin ich da auch so reingegangen in die Recherche. Und um das so ein bisschen vorwegzunehmen, das dröseln wir gleich noch ein bisschen auf, ob diese Strahlen innerhalb der Grenzwerte wirklich gesundheitlichen Schaden anrichten, ist umstritten, aber die Art und Weise, wie diese Grenzwerte festgelegt werden, das finde ich ist doch fraglich, und da können wir jetzt mal im Einzelnen ein bisschen drauf eingehen. Vorher muss man kurz sagen, das merke ich auch immer wieder, viele wissen gar nicht so, was elektromagnetische Strahlen eigentlich sind, ne? Also letztlich sind es, glaube ich, Felder, die Energie transportieren, und es gibt halt, ein bisschen vereinfachend gesagt, elektromagnetische Strahlung, die viel Energie transportiert, die ist dann ionisierend, also kann sozusagen Atome, Moleküle verändern. Röntgenstrahlen, das ist auch erwiesenermaßen und unstrittig sehr gefährlich. Und es gibt eben elektromagnetische Strahlen mit weniger Energie, das sind nicht ionisierende Strahlen, und dazu zählen eben WLAN, Bluetooth und eben auch der Mobilfunk.
Und es gilt, dass also bei einer höheren, je höher die Frequenz, desto höher die Datenrate, die mögliche, und desto höher aber auch die Dämpfung, also geringere Reichweite. Ne? Je höher die Frequenz, desto geringer ist die Reichweite. Deswegen bei 5G sagt man auch, es müssen halt mehr Türme aufgebaut werden, weil die Frequenzen eben höher sind als bei heutiger Mobilfunktelefonie. Und deswegen ist die Reichweite geringer. Das bedeutet aber auch, höhere Frequenzen treten nicht so sehr in unser Körper ein, sondern sie werden eben an der Oberfläche absorbiert, an der Haut meistens. Bei niedrigen Frequenzen geht es halt bis in die Organe rein und es wird halt immer in die Energie absorbiert und zu großen Teilen eben in Wärme umgewandelt. Das ist so ein bisschen der grundlegende Mechanismus, der dem zugrunde liegt. Und jetzt ist es ja so, einerseits, das ist denke ich unstrittig, gibt es ja immer mehr Strahlen. Also wir sind immer mehr Strahlung ausgesetzt, also WLAN und Smart Home etc. pp. Und jetzt war immer die Frage, wird denn auch die Strahlenbelastung durch 5G größer? Und das ist offen. Weil also da geht es jetzt, das muss man, damit das ja, vielleicht so gedanklich so ein bisschen klar wird. Also es ist, man muss sich zum einen fragen, bekommen wir tatsächlich mehr Funkwellen ab? Und zum anderen hat das auch irgendwelche Nachteile. Und jetzt geht es zunächst mal um die Frage, ob nicht einfach die Funkbelastung eher steigt oder eher sinkt. Genau. Und da ist, glaube ich, das wirklich offen, weil man einerseits sagen kann, für 5G, also die Belastung insgesamt, glaube ich, das kann man schon sagen, die nimmt zu, über also WLAN und Smart Homes und so. Und das, glaube ich, kann man unterm Strich schon sagen. Ob die Belastung aber durch 5G explizit nochmal größer wird, das ist unklar, weil es natürlich einerseits höhere Frequenzen sind, weniger Reichweite, gleich mehr Masten. Gleichzeitig senden diese 5G-Masten aber anders als die bisherigen Masten. Es werden auch wieder welche abgebaut, weil sie durch 5G ersetzt werden. Also ne, 5G hat so eine andere Sendecharakteristik, die kann sich halt genau auf den einen Norden sozusagen mit einer Funkkeule, der gerade telefoniert, die anderen sind weniger belastet, der telefoniert vielleicht ein bisschen mehr. Es ist, glaube ich, offen, ob das zu einer Mehrbelastung führt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Funkbelastung rein subjektiv, ja, was spüre ich so, wenn ich mit dem Handy telefoniere, finde ich die Funkbelastung mit 2G, also mit dem uralten Mobilfunkstandard GSM, ja, oder Edge, was man heute vor allem so sieht, finde ich am allerschlimmsten. Also das merke ich total, wenn mein Handy auf Edge schaltet und am besten noch schlechten Empfang hat, ja, also nur ein, zwei Balken, sodass das Handy quasi Vollgas geben muss, dann kriege ich nicht selten wirklich Kopfschmerzen oder jedenfalls so ein dumpfes Gefühl, wo ich so merke, hey, jetzt scheint das Handy richtig krass am Strahlen zu sein, während ich zum Beispiel, wenn ich über UMTS oder LTE telefoniere, das noch nie gemerkt habe und auch nicht zum Beispiel, wenn ich über WLAN telefoniere. Ne? Also man kann ja zum Beispiel über, keine Ahnung, über WhatsApp Call oder über FaceTime Audio oder so telefonieren, über WLAN, übers Internet und dann habe ich da überhaupt keinen Effekt bislang festgestellt und da gibt es auch bestimmte Gründe dafür. Also WLAN-Sendeleistung in Deutschland ist begrenzt auf 100 Milliwatt, also 0,1 Watt. Und GSM darf, wenn ich richtig informiert bin, mit 2 Watt, also 20 Mal stärker senden und eben auf wesentlich tieferen Frequenzen. Also WLAN, weiß man, sind 2,4 Gigahertz oder 5 Gigahertz. Das sind etwa 2400 Megahertz oder 5000 Megahertz, so ganz grob. Und GSM ist vor allem so im Band rund um 700 bis 800 Megahertz. Das heißt also, die Frequenzen sind niedriger und die Sendeleistung ist 20 Mal höher und deswegen ist es aus meiner Sicht kein Wunder, dass man GSM so als besonders belastend empfindet. Und wenn man jetzt sagt, es wird immer mehr 5G aufgebaut mit vielen Sendemasten, die dann relativ nah beieinander stehen, deswegen nicht so wahnsinnig stark strahlen müssen, könnte das, denke ich, was so rein die Belastung mit Funkwellen angeht, auch sogar dazu führen, dass es unterm Strich eine Entlastung gibt. Genau, also das ist, da gibt es sozusagen Faktoren, die für eine Mehrbelastung und für eine, die für geringere, und ob das jetzt unterm Strich für wen auch immer zu einer Mehrbelastung führt, ist offen. Allerdings finde ich ganz interessant, über diese Grenzwerte zu reden. Wie die eigentlich zustande kommen, weil das finde ich das eigentlich bemerkenswert in dieser ganzen Geschichte. Also sie sind festgehalten in der 26. Bundesemissionsschutzverordnung, da sind viele Grenzwerte drin festgehalten. Auch ganz viel Ton, also ja. Zum Beispiel, wie laut darf irgendwas sein, ne? Was darf so an giftigen Gasen durch die Gegend wehen, ne? Da geht es also lange nicht nur um Funk. Genau, und unter anderem geht es halt auch auf das Mobiltelefon und da ist sozusagen festgelegt, diese spezifische Absorptionsrate und die bedeutet einfach, dass sie, wenn man sozusagen telefoniert, dann darf auf den Kopf pro Kilogramm nicht mehr als 2 Watt Leistung einwirken. So, ne? Das ist sozusagen das Maximale. Das wird in der Praxis sehr selten erreicht und ist für Telekommunikationsunternehmen kein Problem.
Also das heißt, dieser Grenzwert ist quasi extrem hoch und nicht das Thema. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass man ständig damit kämpfen würde, dass irgendwelche Geräte diesen Grenzwert überschritten. Mhm. So, wobei ich neulich mich mal mit einem Netzplaner von einem deutschen Mobilfunkbetreiber länger unterhalten habe, auf dem C3-Kongress in Leipzig, auf dem Chaos Communication Congress. Und der hat mir erzählt, dass es durchaus ein Problem ist für die Genehmigung neuer Mobilfunkstandorte, dass sie erst GSM abschalten müssen, bevor sie neue Antennen aufstellen. Aber das ist sozusagen auf der Mastseite. Ja, das ist beim Mast. Das habe ich auch von einem gehört, dass er sagt, okay, momentan diese ganzen Masten, die werden ja von der Bundesnetzagentur genehmigt und auch überprüft, ob sie diese Grenzwerte einhalten. Und das habe ich auch gehört. Wenn man das nämlich alles zusammenrechnet und so, dass es da schon Probleme gibt, dann da kann man jetzt manchmal oft nicht einfach nur 5G drauf flanschen, sondern man muss andere Sachen runternehmen, sonst überschreitet man die Grenzwerte. Aber so am Telefon, am Menschen, glaube ich, ist das nicht so das Riesenthema. Mhm. Das andere Problem ist eher, wie kommt denn dieser Grenzwert zustande? Ja, das fragt man sich natürlich. Und da geht es im Kern der Streit um diesen thermischen Effekt. Also das bedeutet, im Kern weiß man, die Körpertemperatur schwankt, das ist normal über einen Tag, aber der thermische Effekt besagt, dass eine Gefahr für den Menschen nur dann ausgeht, wenn sich das Gewebe um mehr als ein Grad zusätzlich erwärmt durch elektromagnetische Strahlung. Ja? Und dieser thermische Effekt, also diese These zu sagen, wir orientieren unsere Grenzwerte an der Energie sozusagen, die nötig ist, um das menschliche Gewebe an dem bestrahlten Körperteil, Kopf, wo auch immer, darauf zu beschränken, nicht mehr als ein Grad zu erwärmen, das ist sozusagen Grundlage für die ganzen Grenzwerte. Und dieser thermische Effekt ist Grundlage für die Grenzwerte in der EU, Australien, Deutschland sowieso, Neuseeland und auch in vielen, vielen anderen Staaten. Und was ich komisch daran finde, ist, wie es zu diesem thermischen Effekt kam und dass der eigentlich heute sehr umstritten ist. Also erfunden hat den ein Verein, ICNIRP heißt er. Das heißt International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Und das ist ein deutscher Verein mit aber internationalen Mitgliedern. Insgesamt sind es aber nur 13 Mitglieder, Wissenschaftler, ein privater Verein, ja, der also selber entscheidet, wer da Mitglied wird und wer nicht Mitglied wird. Und die haben 1998, vor über 20 Jahren, diesen thermischen Effekt erfunden. Zu sagen, Gefahr gibt es nur, wenn mehr als ein Grad warm. Wie? Und das hat auf den Gedanken war vorher niemand gekommen, das so zu messen. So zu messen, also zu messen vielleicht schon, aber das zu dem Threshold zu machen. Ja. Gefahr, nicht Gefahr. Ne? Ja. Und die Deutsche Strahlenschutzkommission zum Beispiel und die EU-Kommission, die haben das dann übernommen und haben sich 98 und 99 sozusagen diesem thermischen Effekt angeschlossen. Das Ding ist jetzt, dass die Kritik an dieser Art zu Grenzwerten zu kommen, mit diesem thermischen Effekt, die wächst. Und zwar gibt es immer mehr Wissenschaftler, die sagen, wir haben hier Studien, die nahelegen und auch zum Teil belegen, dass es schon vor der Erwärmung um mehr als einen Grad zu Schäden kommen kann. Ich meine, das ist so ein bisschen was du beschreibst. Ne? Du telefonierst. Irgendwas passiert damit. Irgendwas passiert. Also es ist nicht, ne, wahrscheinlich werden die Grenzwerte nicht überschritten, aber du spürst irgendwas. Ja, es fühlt sich nicht gut an und es kann sogar so weit gehen, dass man Kopfschmerzen bekommt. Und vor allem merke ich das, also ich bin oder war da früher vor allem, aber heute auch noch so ein bisschen empfindlich, was Kopfschmerzen angeht. Ich hatte früher viel Migräne, das ist jetzt Gott sei Dank viel besser geworden, aber ich merke das so an Tagen, wo ich sowieso so ein dumpfes Gefühl im Kopf habe. Und wenn ich dann noch telefoniere, dann ist es ganz schnell vorbei. Also ich, wie gesagt, das ist jetzt alles andere als eine wissenschaftliche Studie, ne? Aber mein Bauchgefühl ist, dass, wie gesagt, gerade wenn das Handy mit GSM rumfunkt, dann ist es ein Problem und bei WLAN ist das kein Problem. Genau, und im Kern führen diese Kritiker dieses thermischen Effekts drei Studien an. Das ist einmal diese Interphone-Studie, das ist eine recht große 10-jährige Studie gewesen, Anfang der 2000er begonnen, 2010, 11 vorbei. Und diese Studie basiert im Kern auf Befragungen und da ist rumgekommen, unter anderem durch Befragungen eines schwedischen Krebsforschers, Lennart Hardell, dass bei intensiver Mobilfunknutzung über lange Zeit Gehirntumore vermehrt auf jener Seite des Kopfes auftreten können, an die das Mobiltelefon gepresst wird.
Also in anderen Worten, so wenig wie möglich ist jedenfalls mal eine gute Idee. So wenig wie möglich ist eine gute Idee, und auch basierend auf dieser Interphon-Studie hat die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation Mobilfunkstrahlen, elektromagnetische Strahlung auf möglicherweise krebserregend hochgestuft. Das ist, glaube ich, die dritte Stufe. Du kannst dann wahrscheinlich krebserregend ist die nächste und krebserregend ist die höchste. Ja. So, ne? Also so eine Art Warnstufe. So eine Art Warnstufe. Die nächste Studie stammt aus dem letzten Jahr. Das ist vom National Toxicology Program, vom National Institute of Health, also eine regierungsamtliche Studie der USA. Die haben auch über 10 Jahre männliche Ratten in diesem Fall bestrahlt. Diese Ratten haben sich angeblich nicht um mehr als 1 Grad erwärmt, also sind sozusagen innerhalb dieses Effekts geblieben. Aber, sagen die Forscher, diese Ratten haben Tumore am Herzen bekommen. Sind aber auch besonders stark bestrahlt. Ja, sie sind sozusagen, die geringste Strahlendosis, die sie abbekommen haben, war das höchste, was bei Menschen erlaubt ist. Und Krebs haben sie bekommen bei höheren Dosen, als das bei normaler, alltäglicher Mobilfunknutzung der Fall ist. Aber sie sind halt nicht wärmer geworden als 1 Grad. Und dann gibt es halt diese italienische Krebsforscherin, Fiorella Belpoggi. Und die hat erforscht, auch im letzten Jahr, glaube ich, veröffentlicht, dass Ratten Krebs bekommen können, schon bei wesentlich, sagen wir mal, niedriger und realistischer Mobilfunkstrahlen. Mhm. Ja, so. Ja. All diese Studien haben Schwächen. Ja, und das führt natürlich auch ICNIRP und auch das BFS, also das Bundesamt für Strahlenschutz, die führt das an. Bei Interphone war es eine Befragung, die nicht wiederholt werden kann. Und das BFS sagt, die Antworten der vielen Nutzer zum Ausmaß ihrer Handynutzung seien, Zitat, nicht nachvollziehbar. Deswegen seien Ergebnisse dieses Teils der Studie fraglich zu erscheinen. Also die Frage, ne, wie lange haben die wirklich genutzt und haben die ihre Tumore wirklich deshalb bekommen, auf der Seite fraglich. Ja, bei dieser NTP-Studie, National Toxicology Program, ist, dass die Kontrollratten, es gibt ja immer die Ratten, die bestrahlt werden und die nicht bestrahlt werden. Kontrollgruppen. Die Kontrollratten sind relativ früh gestorben und sagen die einen, die Kritiker konnten deshalb gar keine Tumore entwickeln. Außerdem hab's bei den Ratten keine wirkliche Temperaturkontrolle gegeben. Das stimmt, ich habe bei den Forschern nachgefragt. Die haben halt Ratten vor dem Versuch bestrahlt, geguckt, werden sie mit dieser Dosis über 1 Grad warm? Nein. Und dann sind sie zu ihrem, sagen wir mal, Großversuch übergegangen, 10 Jahre, um diese Ratten zu bestrahlen. Okay. Und da konnten sie aus logistischen Gründen keine Temperaturmessung mehr machen. Okay. Also das, diese Studien haben also alle auch ihre Macken. Man muss vielleicht bei dem Ganzen dazu sagen, du sagtest eben so schön, Kritik am thermischen Effekt. Also das bedeutet natürlich nicht, dass diese Studien ausdrücken wollen, der thermische Effekt spielt keine Rolle. Im Gegenteil. Nein. Die Studien wollen sagen, der thermische Effekt ist quasi das Worst-Case-Szenario, aber es kann schon gesundheitliche Probleme geben, weit unterhalb der Schwelle, wo sich ein thermischer Effekt messen lässt. Also die Kritik richtet sich nicht gegen die Gefahr des thermischen Effekts, sondern die Kritik richtet sich dagegen, nur auf den thermischen Effekt abzustellen. Genau. Ja? Und ich habe jetzt Erik von Rongen gefragt, also den Chef von ICNIRP, diesem Verein, der quasi den thermischen Effekt zum Maß der Dinge gemacht hat, was er denn von diesen 3 Studien hält. Und er hat gesagt, nein, die sind kein Nachweis. Er bleibt dabei. The criteria for the exposure limits is to prevent too much heating of the body. That is the only effect that has been established from scientific literature. Also er sagt, Schaden gibt es nur, das sei in der wissenschaftlichen Literatur festgelegt, wenn dieser thermische Effekt von mehr als 1 Grad überschritten ist. Er gibt allerdings zu, das, was ja auch du sagst, diese Strahlen auch unterhalb der Erwärmung haben einen Effekt und haben verschiedene Effekte, aber sie haben eben keine negativen gesundheitlichen Effekte, sagt er. Und da hält dagegen einer der prominentesten Kritiker von ICNIRP und diesem thermischen Effekt, David Carpenter, ist Professor für Umwelt und Gesundheit an der Uni in Albany und hat kürzlich auch einen Kommentar geschrieben in The Lancet, zum zweitgrößten medizinischen Journal. Und der sagt zu dieser Behauptung, es gebe unterhalb des thermischen Effekts keine negativen gesundheitlichen Schäden. Well, that's just nonsense. We have clear evidence of an increase in brain cancer in individuals that use mobile phones for long periods of time, and that increase is only on the side of the head where they use the mobile phone. Take the Interphone study. Also er sagt, das ist Unsinn. Es gäbe ganz klare Hinweise, dass Leute, die Mobiltelefone lange Zeit intensiv nutzen, eben Krebs auf der Seite des Kopfes kriegen, auf der sie dieses Telefon benutzen. Ich würde sagen, Zwischenfazit dieser Studien ist, dieser thermische Effekt als alleiniger Maßstab ist umstritten. Da gibt es einfach viele Studien, viele Wissenschaftler, die sagen, da gibt es auch gesundheitliche Effekte vorher.
Genau, und was aber man auf der anderen Seite sagen muss, alle Studien weisen darauf hin, dass diese Effekte auftreten bei intensiver Mobilfunknutzung selber. Mit anderen Worten, es geht um Menschen, die sich 24/7 ja, das Handy ans Ohr drücken. Es geht nicht um Menschen, die nur in der Nähe von Masten wohnen. Das ist halt auch eine ganz wichtige Differenzierung, denn die Intensität von solchen Funkwellen nimmt ja mit der Entfernung dramatisch ab. Das ist also im Quadrat der Entfernung nimmt die Feldstärke ab. Das heißt also doppelt so weit entfernt, nur noch ein Viertel der Stärke. Und bei diesen Studien wurden also zum einen bei den Ratten sowieso extrem hohe Strahlendosen eingesetzt und auch bei dieser Studie, wo es um die Nutzung von dieser Interphone-Studie, wo es um die Nutzung von Handys ging, hatten die natürlich das Handy am Ohr. Das heißt mit anderen Worten, diese Studien weisen erstmal nicht darauf hin, dass es gefährlich ist, wenn 500 Meter weiter ein Mast steht. Die weisen nur darauf hin, dass man sich gut überlegen sollte, wie intensiv man sich ein Handy ans Ohr drückt. Genau, also das ist auch das empfiehlt auch das Bundesamt für Strahlenschutz, nimmt wie Freisprecheinrichtung oder. Genau, ne? Das mache ich so. Zum Beispiel seit Jahren nur. Ja, wenn so. Ich es nicht, also es gibt natürlich immer Situationen, wenn man mal eine Minute und so. Also ich versuche halt möglichst Wi-Fi-Call. Das gibt es ja auch bei den meisten Mobilfunkbetreibern inzwischen. Das ist an der Stelle nochmal wirklich ein Gesundheitstipp. Versucht eure Handys so einzustellen, wenn die das können, dass die möglichst überhaupt gar nicht das Mobilfunknetz nutzen, sondern dass die auch die Mobilfunkverbindung, die Mobilfunkgespräche über das WLAN abbilden, wenn ihr im WLAN eingeloggt seid. Das gibt es, soweit ich weiß, inzwischen bei allen großen Providern. Ich weiß nicht, wie es bei Resellern ist, wenn du jetzt nicht bei Telekom, Vodafone, O2 bist, sondern bei irgendeinem Reseller, keine Ahnung. Aber jedenfalls, wenn euer Handy das kann, nutzt Wi-Fi-Call, dann vermindert ihr schon mal auf jeden Fall die Mobilfunkbelastung. Das ist das eine, was man sagen kann. Nutzt Headsets, ist eine gute Idee. Vor allem aber muss man sagen, Leute, hört auf mit dieser Opposition gegen Mobilfunkmasten. Denn das ist nach diesen wissenschaftlichen Studien jedenfalls nicht bewiesen. Im Gegenteil, es gibt gute Gründe dafür zu sagen, dass die Mobilfunkbelastung unterm Strich eher sinkt, wenn 2G-Masten durch 4G, 5G-Masten ersetzt werden. So. Dann ist aber jetzt immer noch die Frage, okay, wenn dieser thermische Effekt so umstritten ist, wieso wurde der dann zum Standard bei EU und in Deutschland und bei der WHO? Genau, und da wird es nämlich jetzt spannend, ja, wir nennen uns ja einen Politik-Podcast, denn gibt es einfach interessante politische Effekte. Genau. Also oder politische Vorgänge. Und der Grund liegt einfach daran, dass dieser Verein ICNIRP so großen Einfluss hat. Also die sind vor über 20 Jahren gegründet worden und haben sich seitdem, ich glaube damals gab es einfach auch nicht so wahnsinnig viele Experten, die sich mit diesem Thema befasst haben, in wirklich nahezu alle entscheidenden Gremien reingemorpht, die darüber entscheiden, ob jetzt elektromagnetische Strahlung schädlich ist und wenn ja, in welcher Form. Also die sitzen in entscheidenden Gremien bei der EU. Die sitzen zum Beispiel in einem Gremium, was bei der Weltgesundheitsorganisation jetzt neu bewerten soll. Wie ist denn Stand der Dinge mit der elektromagnetischen Strahlung? Da gibt es so eine Kerngruppe, die das vorbereiten soll, diese Entscheidung. Und die hat 6 Mitglieder und 4 dieser Mitglieder sind eben aus diesem Verein ICNIRP. Was ich so ein bisschen pikant fand, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ICNIRP wohnt zum Beispiel, dieser private Verein kriegt mietfrei Räume im Bundesamt für Strahlenschutz. Eine Mitarbeiterin des Bundesamts für Strahlenschutz macht das wissenschaftliche Sekretariat für diesen Verein und das Bundesumweltministerium überweist einmal im Jahr 100.000 Euro an diesen Verein. Also das klingt jetzt erstmal so ein bisschen fishy. So ein bisschen fishy, dass da einfach diese Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt und diesem Verein doch relativ eng ist. Ich finde vor allem die Frage spannend, warum wird das nicht ausgeschrieben? Gibt es da keine anderen Konkurrenten? Und ich frage mich auch, wieso darf das Bundesamt diesem Verein einfach so Geld zuschanzen? Ist das beihilferechtlich in Ordnung? Aus der Ferne jetzt schwer zu beurteilen. Also ich finde daran vor allen Dingen komisch, ich finde daran merkwürdig, wenn wir eine Technik haben, die so umstritten ist, wo es so widersprüchliche Forschungsergebnisse gibt und die gleichzeitig gesellschaftlich so relevant ist und auch wirtschaftlich so relevant ist, dann sollten wir extra darum bemüht sein, Transparenz darüber herzustellen, wie diese Gefahren abgewogen werden. Und das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, die Richtlinien des ICNIRP sind für uns eine Quelle, damit wir uns sozusagen ein Gesamtbild bilden und daraufhin unsere Empfehlungen geben, wie denn die Grenzwerte auszusehen haben. Aber ich finde das nicht überzeugend. Ich finde, da müsste eine demokratisch legitimierte Kommission her, in der wirklich alle, sagen wir mal, wissenschaftlichen Perspektiven vertreten sind. Und in ICNIRP sind sie nicht vertreten. Und das Bundesamt hält auch weiterhin an diesem thermischen Effekt fest. Und es gibt viele, die sagen, dass halt die entscheidenden Gremien diese, sagen wir mal, neuen kritischen Erkenntnisse tatsächlich ausblenden. Ich habe das die Frau, Inge Paulini vom Bundesamt für Strahlenschutz auch gefragt. Und sie sagt, wir bleiben
bei ICNIRP. Wir bleiben bei diesem thermischen Effekt. Das sei der einzige, der wissenschaftlich nachgewiesen ist. Gleichzeitig gesteht sie aber ein, dass es noch sehr, sehr viele offene Fragen gibt. Also zum Beispiel die Frage der Langzeitwirkung über den Zeithorizont von, sagen wir mal, mehr als 15 Jahren hinaus. Das, sagt sie, ist weiter offen. Ja, also wie da elektromagnetische Strahlen sagt wirken. Sagt sie auch. Ist offen. Auch sozusagen die, wie die Wirkung hoher Frequenzen von 5G-Anwendung sein wird, ist auch offen. Also jetzt wird 5G versteigert für Frequenzbänder, die wir schon kennen, die wir schon nutzen, mit denen wir Erfahrung haben, für die es auch Forschung gibt. Aber 5G kann eben auch auf 10 GHz, 20 GHz und jenseits funken. Und was da passiert, das weiß einfach niemand. Also das weiß immer nicht. Und wir haben es gesagt, wegen der hohen Frequenz geht es da vor allen Dingen um eine Wirkung auf Haut und Augen, ja, weil es halt nicht so tief in den Körper eindringt. Und Inge Paulini sagt deshalb: Es gibt die hypothetische Möglichkeit, dass über Hautrezeptoren Wirkungen in den Körper hinein vermittelt werden. Es gibt überhaupt keinen Beleg, dass das so ist, sondern das ist eine Möglichkeit, die denkbar ist. Und deswegen, aus Vorsorgegründen, möchten wir das auch untersuchen. Also das Bundesamt für Strahlenschutz hat jetzt halt, glaube ich, 2-3 Forschungen gestartet, die so in 2-3 Jahren fertig sein sollen und die sich halt diesen Langzeitwirkungen widmen. Und auch dieser Frage, was passiert, wenn halt so Minisender von 5G überall auftauchen, weil die Reichweite so gering ist und man halt auch Sender aufstellen kann, die nicht von der Bundesnetzagentur zugelassen werden müssen, weil sie halt mit relativ wenig Energie strahlen. Und da sagt sie, sei halt völlig unklar, wie das auf Menschen wirkt. Also, ich weiß nicht, ich wollte hier nicht den Eindruck erwecken, dass der Untergang der Welt nahe ist. Ja. Ich wollte aber darauf hinweisen, dass es tatsächlich Studien gibt, die auch, sagen wir mal, gesundheitliche Effekte schon innerhalb der geltenden Grenzwerte zumindest naheliegen. Ja. Und ich finde den Umgang mit dieser Unsicherheit seitens der Bundesregierung und seitens der Gremien unbefriedigend, weil man das Gefühl hat, das ist ein eingeklüngelter Haufen und der wischt. Der kontrolliert man sich nicht mehr. So ja, richtig, genau. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Der wischt so andere Erkenntnisse beiseite und so stelle ich mir nicht einen transparenten Versuch vor, mit den Unsicherheiten und Fragestellung dieser Technik umzugehen. Das finde ich unbefriedigend. Also und dazu muss man sagen, wir haben jetzt keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass da tatsächlich sachwidrige Entscheidungen getroffen werden. Das finde ich, gehört zur Fairness dazu. Ja. Sondern was wir beschreiben können, ist ein nach außen ungesund wirkendes Näheverhältnis, ne? zwischen Akteuren, die eigentlich so sich gegenseitig kritisch prüfen. Also ich habe zum Beispiel überhaupt nichts dagegen, dass es da so, oder kritisch prüfen sollen. So. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es da einen Verein gibt, der Grenzwerte setzt. Der setzt ja keine Grenzwerte. Der gibt oder der die Empfehlung. Ja gut, Empfehlung, okay. Ne? Ja gut, okay. Also ich habe nichts dagegen, dass es Vereine gibt, die solche Grenzwerte sich überlegen, die dann hoffentlich auch begründen und kommunizieren. Das ist ja im Prinzip eine gute Idee. Die Frage ist dann nur, welchen Effekt haben diese Empfehlungen dann tatsächlich auf die Handlung eines Ministeriums zum Beispiel? Ne? Werden die dann so mehr oder weniger ungeprüft zugrunde gelegt oder gibt es, wenn man halt darauf vertraut, dass dieser Verein schon das gut machen wird oder und das prüft, ewig schon angeblich dabei ist. Ne, man macht das ja schon seit 20 Jahren. So viele Experten gibt es dann irgendwie angeblich auch nicht. Und so. Also da scheinen sich so Strukturen gebildet zu haben, wo man so sagt, ja, es passt doch bisher auch, also wird schon. Das klingt jetzt erstmal nicht gut. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch eine wichtige Erkenntnis, was ich eben schon sagte, dass sich diese ganzen Studien beziehen auf die Mobilfunknutzung im absoluten Nahbereich, sowohl bei diesen Rattenstudien als auch bei dieser Phonstudie geht es immer darum, das Ding strahlt quasi direkt neben dem Kopf oder direkt neben dem Körper und es geht nicht um die Mobilfunkmasten, denn das muss man eben sehen, ist momentan politisch ein Riesenthema. Die Telekom hat da jetzt gerade wieder einen Blogpost veröffentlicht, wo sie so die Situation in zwei bayerischen Gemeinden gegenüberstellt. In der einen Gemeinde hat der Gemeinderat gesagt, wunderbar, neuer Mobilfunkmast. Jetzt haben die dann eine vernünftige Handyversorgung, was auch dazu führt, dass die Strahlenbelastung der Leute, so jedenfalls die Telekom, sinkt, ja, weil die Handys jetzt nicht mehr so stark funken müssen, weil der Mast steht näher. Die Handys können quasi ihre Sendeleistung drosseln. Die haben so eine automatische Anpassung. Wenn der Empfang schlecht ist, geben die halt Vollgas und wenn der Empfang gut ist, geben die weniger Gas. Das heißt, also die Telekom sagt, die Mobilfunkbelastung ist eher gesunken. Und dann gibt es eine andere Gemeinde, in diesem Blogpost verlinken wir auch,
wo es eben jetzt keinen neuen Handymast gibt, wo also deswegen die Handyversorgung schlecht ist und die Strahlenbelastung angeblich höher. Also, ne, muss man sehen, klar, die Telekom hat ein Interesse dran, dass die Gemeinden diese Mobilfunk genehmigen. Wollen und so, klar, ne? Also das ist natürlich keine völlig neutrale Studie, aber ich finde die ehrlich gesagt plausibel, aus den eigenen Erfahrungen heraus, schlechter Mobilfunkempfang macht Kopfschmerzen und diese Studien eben spielen alle im Nahbereich und deswegen glaube ich, sollten die Leute, die sich so fanatisch wehren gegen Handymasten, mal drüber nachdenken. Ne, das Ziel ist ja legitim, das Ziel zu sagen, wir wollen die Funkbelastung senken. Und ich finde auch die Bedenken gegenüber der ständig steigenden Funkbelastung in gewisser Hinsicht nachvollziehbar. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Frage ist die Opposition gegen Mobilfunkmasten der richtige Weg, um die Funkbelastung zu senken? Oder ist das nicht eigentlich eher ein Eigentor, weil ja schon Masten stehen und die dann eben viel mehr strahlen müssen? Ja, und ich würde auch, genau, den Punkt würde ich auch so sehen. Ich würde aber auch sagen, wenn es so heiß debattiert ist und man nicht will, dass das völlig, sagen wir mal, in so eine faktenferne Debatte gerät, voller Verschwörungstheorien, dann muss man das von Seiten des Staates anders organisieren. Dann darf man nicht einen, wie ich finde, völlig unnötigen Anlass dafür geben, indem man mietfreie Räume zur Verfügung stellt, finde ich, völlig unnötig. Weil, da kann man doch transparent, demokratisch eine Kommission berufen und Studien machen und die das dann, wo diese ganzen Sachen mit reinfließen. ICNIRP sagt natürlich, wir haben uns diese Studien angeguckt. Das BFS sagt auch, wir haben uns diese Studien angeguckt. Bundesamt für Strahlenschutz sagt auch, wir haben uns diese Studie angeguckt. Ist ja nicht so, dass sie sich nicht angucken. Aber irgendwie. Es wirkt irgendwie so komisch. Es wirkt ein bisschen unausgegoren. Ihr könnt euch übrigens das volle Programm, auch das wollte ich nicht verschweigen, in einem Feature anhören, was ich gemacht habe für den Deutschlandfunk Kultur. Läuft irgendwie lief heute Abend irgendwann. Verlinken wir in den Shownotes. Ja, wunderbar. So viel zu diesem Thema. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir kommen nochmal zu einem weiteren Inlandsthema. Und zwar hat die AfD in den vergangenen Tagen wieder für einige Schlagzeilen gesorgt. Zunächst mal nämlich, weil es eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten gab bei der Finanzierung der Alternative für Deutschland. Und deswegen hat die Bundestagsverwaltung jetzt der AfD eine Strafe von 400.000 Euro auferlegt. Philipp, wie konnte es dazu kommen? Ja, das hängt mit Unregelmäßigkeiten bei der Spendensammelei der AfD zusammen. Im Zentrum stehen da die Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel, der Parteichef Jörg Meuthen und der Europakandidat Guido Reil. Und die Partei hat 1 Million zur Sicherheit zurückgelegt. Bei allen handelt es sich einfach, zum Teil belegte offensichtlich nach Meinung der Bundestagsverwaltung Parteispenden illegaler Art. Zum Teil stehen sie noch im Verdacht. Also die Partei soll eben diese 400.000 Euro zahlen, weil in dem Fall Meuthen und Reil Unterstützungsleistungen durch eine Schweizer PR-Agentur, nämlich namens Goal AG, erhalten haben. Wie das bei Alice Weidel weitergeht, das ist noch offen, da sind die Konsequenzen noch, stehen die noch aus, wegen mutmaßlich illegaler Spenden an Weidels Kreisverband. Wie gesagt, die AfD hat 1 Million zurückgelegt, will gegen die Bescheide gegen Meuthen und Reil klagen, aber in der Partei, sagt der Tagesspiegel, rumort es gewaltig, weil da offensichtlich so die These vorherrscht, also wer uns die Scheiße einbockt, der soll die Scheiße auch selber auslöffeln. So nach dem Motto, wer für die Strafen verantwortlich ist, der durch illegales Verhalten, der soll sie auch zahlen. Ich weiß, geht das überhaupt? Kann man das schon machen, ne? Das hängt, glaube ich, sehr von den Einzelumständen ab, ob man da möglicherweise diese einzelnen Personen quasi in Haftung nehmen kann. Aber das dürfte zum Beispiel von den Arbeitsverträgen abhängen, die die haben, oder von den Parteistatuten. Also das ist jetzt aus der Ferne schwer zu sagen. Ja, das stand im Tagesspiegel, verlinken wir, dass es so, sagen wir mal, zumindest Überlegungen gibt, das ins Parteistatut tatsächlich aufzunehmen. So, ne? Ist natürlich für die Partei ein bisschen blöd, für diese Saubermann-Partei, wenn sie nun dastehen und illegale Spenden angenommen haben, womöglich, das ist, glaube ich, bei Weidel steht das noch aus, womöglich dann auch von irgendwelchen Immobilienmogulen, ja. Das ist natürlich für die Partei, die sich als Vertreterin des kleinen Mannes und der kleinen Frau versteht,
ein bisschen schwer zu verkaufen. Naja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, dass das möglicherweise so ein Versuch der Klimapflege ist, ne? Dass also sehr wohlhabende Leute einfach versuchen, darauf zu achten, dass die AfD zwar immer schön quasi so ein bisschen sozial daherredet, aber im Ergebnis den eigenen Bilanzen der von sehr wohlhabenden Menschen bitte nicht schaden soll politisch. Ja gut, ich meine, klar, deswegen machen sie es ja auch nicht öffentlich und deswegen gibt es ja auch den Verdacht, dass das illegal abgelaufen ist. Ja. Also sprich nicht ausgewiesen wurde und der Name nicht genannt wurde. Also wir müssen sehen, es ist noch nicht rechtskräftig entschieden. Es ist bislang eine Entscheidung der Bundestagsverwaltung. Auf der anderen Seite wird es die Bundestagsverwaltung, denke ich, ja genau geprüft haben. Die wollen natürlich nicht unterliegen vor Gericht. Mit anderen Worten, sieht erstmal nicht gut aus. Aber wo nicht gut aus, da gibt es noch ein zweites Problem, das in dieser Woche hochgepoppt ist. Diesmal geht es weniger um die Partei AfD als Institution, sondern eher um die Justiz als Institution. In diesem Fall ist nämlich vor kurzem hochgepoppt, dass es bei der Staatsanwaltschaft in Gera einen Staatsanwalt mit massivem Rechtsdrall gibt. Ja, und das fällt für mich so ein bisschen in dieses Kapitel, was wir, glaube ich, neulich auch schon mal gesprochen haben, so der Versuch, ein rechtes 68 durchzudrücken. Und rechtes Gedankengut auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu etablieren. Also, ja, so und ein rechter Marsch durch die Institutionen. Ja, genau. Also das wie gesagt, das... Also wir haben das ja schon mal berichtet für die sächsische Polizei. Genau, und ich hatte das ja auch mit Christian Fuchs im Medienradio besprochen, dass das sozusagen ein ganz zentrales Anliegen der identitären Bewegung und der Rechten allgemein ist, eben so ein rechtes 68 zu initiieren, so nach dem Motto, ihr habt das damals gemacht, linksliberal und... Das Land umgestaltet. Umgestaltet und jetzt sind wir dran. Und hier ist es halt so, dass durch Anfrage der Linken im Parlament von Thüringen aufgedeckt wurde, dass gegen das Zentrum für politische Schönheit wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt wurde, und zwar 16 Monate lang. Genau, und Zentrum für politische Schönheit, muss man wissen, ist so eine künstlerisch-aktivistische Protest-Aktionskunstgruppe. Genau, ne? Aktionskunst trifft es, glaube ich, ganz gut. Jedenfalls sind es in aller Regel sehr schlagzeilenträchtige Aktionen. Auch provokant. Auch sehr provokant, nicht unumstritten. Sie haben zum Beispiel mal die Leichen von syrischen Flüchtlingen nach Deutschland geholt, die im Mittelmeer ertrunken sind, muss man sich mal vorstellen. Ne? Und haben die dann in Deutschland bestattet, um quasi zu protestieren gegen die unmenschliche Migrationspolitik der Europäischen Union. Das war so eine Idee. Ne? Hier geht es allerdings jetzt vor allem um eine andere Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Und zwar richtet die sich gegen Björn Höcke, ja, ein Aushängeschild der AfD, man kann auch sagen Rechtsausleger der AfD, der ja mal das Holocaust-Mahnmal in Berlin als ein Denkmal der Schande bezeichnet hat. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin, haben wahrscheinlich die meisten schon mal auf einer Abbildung jedenfalls gesehen, besteht aus sehr, sehr vielen Hunderten von Betonklötzen, sogenannten Stelen, die unterschiedlich hoch montiert worden sind. Das heißt, sie sind wahrscheinlich, mal sind sie tiefer in der Erde und dementsprechend kleiner, mal sind sie ein bisschen weniger in der Erde und dementsprechend höher. Und das Zentrum für politische Schönheit hat gegen diese Aussage von Björn Höcke dadurch protestiert, dass sie in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses von Herrn Höcke in so einem thüringischen Dorf eine Wiese gemietet haben. Und auf dieser Wiese quasi so dieses Holocaust-Mahnmal nachgebaut haben. Das heißt also, Björn Höcke guckt jetzt von seinem Haus, das auf so am Hügel liegt, quasi auf ein Holocaust-Mahnmal 2. Genau, ja, so ein Gelände gemietet und so, haben das ganz clever eingetütet, dass ihnen da eigentlich niemand was kann. Genau, ist rechtlich irgendwie wasserdicht, der Vermieter kommt auch irgendwie aus dem Mietvertrag nicht raus und so. Mit anderen Worten, das ist schon ziemlich smart gemacht und sie haben da auch Spenden dafür gesammelt, wonach also diese Miete für Jahrzehnte im Voraus schon bezahlt werden konnte. Also das ist wasserdicht. Björn Höcke kommt also nicht umhin, jeden Tag auf dieses Holocaust-Mahnmal zu gucken und dementsprechend war er sauer und hat öffentlich verkündet bei einer Veranstaltung in Leipzig, dass er also das Zentrum für politische Schönheit für eine terroristische oder jedenfalls für eine kriminelle Organisation gehalten hat. Und dieser Staatsanwalt in Thüringen, ein gewisser Martin Zechner, hat das tatsächlich zum Anlass genommen, Ermittlungen einzuleiten wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und dazu muss man wissen, das ist Paragraph 129 des Strafgesetzbuchs, eine Norm,
die zur Voraussetzung hat, dass also dass jemand eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren bedroht sind. Also man muss einen Laden gründen, sage ich mal untechnisch, eine Gruppe von Menschen, deren Zweck oder Tätigkeit darauf gerichtet ist, Straftaten zu begehen. Und das ist natürlich nicht anzuwenden, steht ausdrücklich drin im Gesetz, wenn diese Straftaten nur untergeordneter Zweck sind. Das heißt also, selbst wenn einzelne Straftaten begangen worden sein sollten, dann würde das noch nicht reichen für die Anwendung dieses Paragraphen. Das heißt, beim Paragraph 129 Strafgesetzbuch geht es um Schwerstkriminalität. Ja, das ist so eine Art Mafia-Paragraph. Ja. Ja, man will also Gruppen von Schwerstkriminellen damit verfolgen können. Und dementsprechend sind auch die strafprozessualen Eingriffsmöglichkeiten sehr weit. Also da geht so ziemlich alles, ja, bis hin zum Staatstrojaner. Und mit einer solchen mit einem solchen Tatverdacht vorzugehen gegen eine Gruppe von Künstlern, selbst wenn sie mal hier und da die Grenzen des Strafrechts überschritten haben sollten, ist also ein klassischer Fall davon, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Das heißt also, diese Ermittlungen wären nach meiner Beurteilung, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig ohne Akten, man weiß ja nicht, was passiert ist, aber es sieht eben nicht so aus, als wenn das ZPS irgendwelche Straftaten begangen hätte, schon mal gar keine Schwerstkriminalität. Das heißt, diese Ermittlungen sehen von außen ohnehin schon aus wie ein großer Skandal, denn es ist ganz offensichtlich, dass dieser Straftatbestand nicht dafür gedacht ist, einer Künstlergruppe aufs Feld zu schauen. Die Zeit schreibt, es habe überhaupt noch nie eine Ermittlung gegen Künstler gegeben. Aber in diesem Fall war es so, Björn Höcke schreit, Skandal, Björn Höcke schreit, Terroristen, Kriminelle, und 4 Tage später leitet Staatsanwalt Martin Zechner Ermittlungen ein. Das als solches ist schon höchst verdächtig, aber der eigentliche Knaller kommt noch. Ja, nämlich der Staatsanwalt hat 30 Euro von seinem PayPal-Account an die AfD gespendet. Mit anderen Worten, wir haben es mit einem Staatsanwalt zu tun, der offensichtlich persönlich politisch der AfD nahesteht und der dann quasi auf Zuruf von AfD-Rechtsausleger Björn Höcke Ermittlungen einleitet. Und da muss man schon sagen, das finde ich extrem gefährlich. Ein Staatsanwalt mit erkennbarem Rechtsdrall leitet erkennbar haltlose Ermittlungen ein. Und parallel dazu kritisieren Abgeordnete der Linken noch eine Reihe weiterer merkwürdiger Ermittlungsmethoden dieses Staatsanwalts. Das können wir nicht prüfen, das können wir deswegen quasi nur im Konjunktiv wiedergeben. So soll bei einem Pfarrer eine Wohnung durchsucht worden sein, also nicht irgendein Pfarrer, sondern der Stadtjugendpfarrer von Jena, ja, der in, sagen wir mal, in rechten Kreisen verschrien ist, weil er sich konsequent antifaschistisch positioniert, und bei dem wurde die Wohnung durchsucht, um, haltet euch fest, entlastendes Material sicherzustellen. Ja, anstatt dass man mal fragt, könnten Sie uns mal bitte dieses Video rausrücken, stattdessen stellt man ihm die Wohnung auf den Kopf. Also die Frankfurter Rundschau schreibt auch noch hier, eine Anzeige der evangelischen Jugend gegen die AfD Jena, weil bei einer Demo Teilnehmer-Slogans wie eine U-Bahn bauen wir bis nach Auschwitz skandiert hatten, verfolgte Zechner nicht weiter. Das Wort Auschwitz, so die Argumentation des Staatsanwalts, sei inhaltlich im Sinne einer Metapher nicht wesentlich anders verwendet als das Wort Waterloo. Ja, fragt man sich so ein bisschen, was man, ne, und solche Fälle kritisiert die Linkspartei in Thüringen zuhauf. Da sollen also reihenweise Verfahren gegen Nazis wegen Volksverhetzung eingestellt worden sein, und zwar typischerweise eben mit solchen merkwürdigen Begründungen. Und nun ist es so, dass dieses Verfahren dann nach öffentlichen Protesten eingestellt worden ist. Gegen das ZPS wird jetzt also nicht mehr ermittelt wegen Paragraph 129 des Strafgesetzbuchs, und wie man so hört, soll der Staatsanwalt jetzt auch mit anderen Aufgaben betraut werden, also offensichtlich nicht mehr zuständig sein für das ZPS oder für die AfD. Aber selbst wenn diese Einstellung unzweifelhaft inhaltlich richtig ist, fragt man sich schon, wie kann es denn sein, dass 16 Monate lang ermittelt wird, wenn man das dann jetzt einfach so einstellen kann? Ich meine, kann man nicht würfeln. Ne? Das heißt also, entweder ist diese Einstellung ein Problem, wofür wenig spricht, oder ist es ein Riesenproblem, dass überhaupt so lange ermittelt worden kann, werden konnte. So, ja. Weil? Na, wenn sich jetzt doch eigentlich nichts geändert hat, dann fragt man sich, warum sind da 16 Monate ermittelt worden? Oder was die Ergebnisse sind. Genau, es gibt ja keine Ergebnisse. Wenn man einfach so eingestellt hat, dann ist offensichtlich 16 Monate im Leeren ermittelt worden. Und sag mal, wie kommt denn das? Also die FAZ, die hat ja auch mit einem ehemaligen Studienkollegen dieses Richters gesprochen. Staatsanwalt. Studienkollegen? Meiner Meinung nach haben die beiden zusammen studiert. Er ist jetzt, glaube ich, Staatsanwalt, aber die beiden haben du hast gesagt Richter. Ich hab gesagt Richter, ne? Genau, nee. Also die FAZ will gesprochen haben mit einem ehemaligen Studienkollegen dieses Staatsanwalts. Ja. So. Und der hat ihn, sagen wir mal, schon aus Studientagen als sehr rechts
beschrieben. So als Kaisertreuen habe er sich bezeichnet. Kaisertreu. So, ja. Aber die Frage, die man sich da stellt, ist, wie ist denn der Weg? Wie kommt denn so jemand in die Justiz? Gibt es da Wege, ihm das zu verbauen oder ihm das zu versagen, weil er sich beispielsweise im Studium als Kaisertreuen bezeichnet hat? Also da kann, ich meine, das hängt so ein bisschen davon ab, wie deutlich er das dann positioniert hat. Wenn er natürlich tatsächlich die Monarchie wieder einführen wollte, wäre das sicherlich eine verfassungsfeindliche Bestrebung, weil das mit dem Demokratieprinzip nicht vereinbar ist. Also wenn alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, kann es keinen Kaiser geben. Ne? Oder andersrum, wer für den Kaiser ist, ist notwendigerweise kein Demokrat. Ja, also wenn der das tatsächlich irgendwie schon mal im Einstellungsverfahren geäußert hätte, hätte man ihn natürlich niemals einstellen dürfen. Ja. Ansonsten muss ich sagen, im Grundsatz ist es ja schon richtig, dass man jetzt Beamte nicht einfach so aus dem Dienst entfernen kann und insbesondere auch nicht einfach so Staatsanwälte oder Richter aus dem Dienst entfernen kann. Ne? Das finde ich im Grundsatz schon richtig. Auf der anderen Seite zeigt dieses Verfahren natürlich, dass es brandgefährlich ist, wenn Leute mit rechtsradikalen Ansichten in solcher verantwortungsvoller Position sind. Also ich finde eigentlich das Problem an diesem Fall, dass die Vorgesetzten in der Staatsanwaltschaft offensichtlich die vielen Warnhinweise nicht ernst genommen haben und den Mann nicht längst mit irgendwelchen Verfahren betraut haben, wo seine politische Einstellung hoffentlich keine Rolle spielt. Und sag mal, was ja viel kritisiert wird, häufig in Deutschland, ist, dass die Staatsanwaltschaft nicht wirklich unabhängig ist, sondern weisungsgebunden gegenüber dem Justizministerium. Hätte man in diesem Fall jetzt sagen können, der Justizminister hätte da eingreifen müssen? Das naja, die Justizminister nehmen ja diese Weisung im Einzelfall in der Regel nicht vor. Also das wird ja ganz bewusst nicht gemacht. Ja, genau. Also das wird ja ganz bewusst nicht gemacht, aber ich finde, dieser Fall zeigt ganz wunderbar, dass man jedenfalls bei den Staatsanwaltschaften dieses Weisungsrecht quasi als nukleare Option im Ernstfall tatsächlich braucht. Also mal ganz ehrlich, wenn der Mann jetzt zum Beispiel diesen Fall nicht eingestellt hätte, ja, oder ich weiß ja nicht, wie das jetzt konkret gelaufen ist, das war der Presse nicht zu entnehmen, ob man ihm den Fall weggenommen hat und dann quasi der nächste Zuständige die Einstellung verfügt hat oder ob er dann nach diesem öffentlichen Druck selber eingesehen hat, das weiß man jetzt natürlich nicht. Aber ich denke, der Fall macht schon sehr deutlich, dass es für den Ernstfall so ein Weisungsrecht braucht, denn das zeigt ja einfach, dass es da dass die politische Verantwortung einfach wichtig ist in diesen Situationen. Und auf der anderen Seite aber gibt es natürlich kein Weisungsrecht für Richterinnen und Richter, was ich persönlich auch für sehr richtig halte, denn das wäre natürlich ein gravierender Verstoß gegen die Gewaltenteilung. Und das muss man immer wieder sagen, organisatorisch gehört die Staatsanwaltschaft zwar zur Justiz, wird also vom Justizministerium verwaltet zum Beispiel, aber sie ist eben nicht Teil der Justiz in dem Sinne, dass die richterliche Unabhängigkeit eben nicht gilt für die Staatsanwaltschaft, sondern im Kern ist es eine Behörde, die politisch vom jeweiligen Justizminister verantwortet wird. Und ich finde das auch richtig. Also ich weiß, der Richterbund zum Beispiel setzt sich da lange schon dafür ein, dass die Staatsanwaltschaften auch völlig unabhängig werden. Aber gerade solche Fälle, finde ich, machen deutlich, wie gefährlich das sein kann. Und ich finde das auch, das ist ja sogar ein grüner Justizminister, dem das ja völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Also der Mann hätte natürlich schon längst mit was ganz anderem betraut werden müssen. Ja, meinetwegen mit aber der hat sich, glaube ich, explizit rausgehalten. Ich glaube, der hat sich mehrmals darauf berufen. Ich nehme da keinen Einfluss. Die Staatsanwaltschaft ist unabhängig. Ist ja im Prinzip auch richtig. Wie gesagt, machen die Justizminister grundsätzlich völlig richtig. Aber ich meine, gucken wir uns doch diesen Fall an, des extrem rechten Richters Meyer, hieß er, glaube ich, das hatten wir auch mal in der Lage vor ein, zwei Jahren, der mal so eine einstweilige Verfügung erlassen hat, die es einem Wissenschaftler verboten hat, sich kritisch zur NPD zu äußern. Ne? Also das war ja auch eine völlig unhaltbare Entscheidung, haben wir damals in der Lage auch kritisiert und der ist dann ja auch sehr schnell mit anderen Aufgaben betraut worden. Also ist auch ein Richter, der muss dann natürlich der Geschäftsverteilungsplan geändert werden. Das kann nicht das Ministerium tun. Das machen die Richterinnen und Richter des Gerichts im Präsidium. Ja, das heißt, das ist dann tatsächlich richterliche Selbstverwaltung in diesem Bereich. Aber normalerweise funktioniert da die Justiz schon so, dass die Selbstheilungskräfte wirken und man Leute mit erkennbaren politisch radikalen Meinungen eben mit Fällen betraut, wo sie keinen Schaden anrichten können. Ne? Also keine Ahnung, da muss derjenige eben Streitigkeiten zwischen Wohnungseigentumsgemeinschaften oder so schlichten. Wenn man das mal zusammenfasst, macht der Fall aus Gera deutlich, dass es eben inzwischen erste sehr bedenkliche Erscheinungen auch aus der Justiz gibt, wo Menschen mit extremistischem Gedankengut sich in der Justiz offensichtlich viel zu lange halten können. Und man kann da eigentlich nur dazu aufrufen, solche Warnzeichen früher wahrzunehmen und da auch einzuschreiten. Also natürlich hat jeder Mensch eine bestimmte politische Haltung. Aber wenn die politische Haltung so radikal wird, dass sie durchschlägt auf die Ausübung des Dienstes und auch zu sachlich nicht mehr zu rechtfertigenden Entscheidungen führt, dann muss aus meiner Sicht sehr dringend eingegriffen werden. Ich würde sagen, damit ist die Lage für diese Woche abschließend und ausführlich erörtert. Wir sagen danke fürs Zuhören.
Es war uns eine Freude. Ja. Wir hoffen euch auch. Genau. Wünschen euch frohe Ostertage. Genau. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Die nächste Lage kommt nächsten Sonntagabend, Montag früh erst. Wegen Reisen. Wegen Reisen, wegen Ostern. Genau, ist ein bisschen schwierig. Genau, wir nehmen am Sonntag, den 28. auf. Ne? Genau. Genau, wann sie dann kommt, vermutlich erst am Montag. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich am Montag. Wenn man ehrlich ist. Genau. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Schöne Feiertage und bleibt uns gewogen. Schenkt uns ein paar Sternchen bei iTunes, wenn ihr mögt. Dann werden wir leichter gefunden und bis bald. Tschüss.